Passt. Legen wir los. Okay, wer ist zum ersten Mal da? Geht's ja aus. Echt? Ja. Echt jetzt? Echt? Boah, du hast aber steile Karriere. Das erste Mal der Scherenze. So, also, wir sind in regelmäßigen Abständen da beieinander beim Blockchain Hub Graz. In der Regel monatlich, manchmal ein bisschen längere Pausen drinnen. Das ist, glaube ich, das 33. Meetup, was wir jetzt halten. 2016 haben wir angefangen. Wir sind da sehr, sehr konstant unterwegs. Im Prinzip hat es eine sehr, sehr feste Community irgendwie aus meiner Sicht geformt. 2017 haben wir dann gestartet mit Leptin Collective. Leptin Collective ist eine Genossenschaft, was sich ausschließlich mit dem Thema Blockchain-Entwicklung beschäftigt und jetzt komplett auf das Thema Klimawandel sich fokussiert hat. Da wird der Bernie heute noch was dazu sagen. Und wir haben heute Full House im Sinne von auch voll viel Vorträge. Den ersten macht der Matthias und erzählt uns quasi, was so die Regulierung sich so einfallen hat lassen in Österreich und was auf uns zukommt und wie sich das quasi alles so ein bisschen entwickelt. Aber das Schöne, glaube ich, an den Vorträgen, was wir dann da rein auch haben, ist einfach die Buntheit. Ja? Das heißt, jeder hat so circa 20 Minuten, maximal 10 Minuten, wo wir fragen oder so, damit wir im Endeffekt nicht am Schluss auch noch ein bisschen miteinander reden können und dass noch ein bisschen jeder ein bisschen länger da bleiben kann. Bier habe ich gerade nachgefüllt. Die, was noch nicht da waren oder so und zum ersten Mal den Kühlschrank aufmachen müssen, der einfach rechts mit beiden Händen hart ziehen, das funktioniert dann. Das dann, muss dann, geht er, dann, geht er, dann geht er auf, ja, dann darf man eine oder so. Die Preise, Tieren, ja. Die Preise stehen am Kühlschrank, man darf in Euro zahlen. In Zukunft sollte man dann mit ATS von der Artis Blockchain zahlen. Das Klo weiß, glaube ich, jeder, dass es da ist. Da machst du einfach gleich mal die Tür zu, dann kann man dann immer irgendwie am hübschen marokkanischen Fußboden nennen. Der Dario filmt heute, also wer quasi nicht in der Kamera sein möchte, der bitte nicht in die Kamera schauen. Ja, einfach nicht umdrehen, sonst ist man quasi automatisch drinnen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen los. Wenn Fragen sind, quasi nach dem Vortrag noch und danach werden wir auch noch Zeit haben, sie entsprechend auszutauschen. Dann legen wir mal los mit dem ersten Vortrag. Super. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Danke. Ja, vielen Dank für alle Möglichkeit heute zum haben beim Blockchain Hub, der immer Montag stattfindet und Montag etwas einkommt, ist deswegen meine erste Teilnahme, obwohl ich jetzt schon fast 2 Jahre bei Confinity war. Ja. Und wie der Thomas schon gesagt hat, ich möchte noch ein paar Punkte zur Kryptoökonomie heute bringen und dann eigentlich überleiten in regulatorische Ansätze oder den rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich. Und ich glaube, Coinfinity muss man nicht recht groß mehr vorstellen. Wäre ganz klar, Bitcoin-Broker, bei uns kann man ganz normal Bitcoins kaufen oder verkaufen. Wir haben verschiedene andere Dinge noch, wie unser Online-Service, Automaten, aber auch Bitcoin-Bon, also quasi dieses Gutscheinsystem, Consulting, wir helfen auch Firmen etc. Naheliegend möchte ich unseren Newsletter, der sich auch mit Geldthemen beschäftigt, und unsere FAQ-Datenbank als Tipp. Das ist unser Team mit unserem Chef, mit Max. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit fast 2 Jahre dabei. Ich war vorher 20 Jahre in Sparkassen und Raiffeisen. Habe dort das Bankgeschäft von der Pike aufgelernt. Ich habe angefangen am Schalter, habe alle Ausbildungen gemacht, Privatkundenausbildung, Wertpapierausbildung etc. Und bin dann sozusagen in die Abteilungsleitung Vertriebssteuerung, Marketing, beziehungsweise zum Schluss dann auch Beschwerdemanagement mit Prokura. Und ich sage halt immer, ich habe alle Bankprodukte kalkuliert und auch die Vertriebspläne auch gemacht in der Bank bei Raiffeisen. Und das Thema Bitcoin hat mich insofern dann fasziniert, weil ich dann gesagt habe, dass ich war halt beim Valuta-Tag, ja, und da gibt es eine Technologie, die plötzlich die Valuta-Sekunde abbilden kann. Das war ja dann quasi der komplette Mindset, der komplette Changer, wo ich dann so beschlossen habe, okay, ich möchte jetzt eigentlich mein Know-how, das ich aus der Bank habe, eigentlich in diese neue Branche mit rüberbringen und mache eigentlich ein genauer Bankthema dort, nämlich Compliance und AML Officer. Das heißt, ich prüfe in Wahrheit die Kunden
die Kundenangaben, die Mitte-Herkunft, auch die Ausweise bei Coinfinity. Und natürlich, wir schauen, dass wir den Regeln entsprechen, den gesetzlichen Regeln, die kommen, aber auch unseren internen Regeln, den Abläufen immer folgen. Ne? Und das ist nichts anderes als ein Compliance Officer. Unser neuestes Produkt, die Card Wallet, möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber die Grundmessage ist das: Not your key, not your coins. Und das haben wir her etliche Male nämlich schon gesehen, wo wir da her haben, die ist vor 2 Tagen oder Ende November erstellt worden, wie viel, und da gibt es eine andere Studie, die ich jetzt gelesen habe, die habe ich aber leider nicht mit, 93% der Crypto-Exchange-User, also die Vollverifizierten auf die guten Exchanges, also jetzt Kraken und, ja, 93% der User lassen ihre digitalen Assets bei Exchange oben. Also die haben das Not your key, not your coins, noch nicht so verinnerlicht, weil es natürlich auch bequem ist. Ja. Aber dann darf man sich auch nicht wundern, dass natürlich diese Exchange ein extremes, attraktives Ziel für Hacker sind. Ja. Und da sieht man eben heuer allein ca. 160 Millionen US-Dollar zusammengerechnet, und da waren davon keine kleinen, sondern auch große, wie zum Beispiel Binance hier, wobei Binance eine extra Versicherungslösung gehabt hat, also da hast du vielleicht auch Glück als Crypto-Exchange-Kunde, aber bei manchen wie Cryptopia etc., okay, das war relativ kleine, aber okay, sind deine Coins sozusagen weg und du schaust durch die Finger. Aber eigentlich gehen die Großen da, so das kanadische Thema, oder? Das war nicht heuer. Also war nicht heuer. Und Binance hat keine Versicherung, und Binance legt einen Teil seiner Trading-Fees auf Zeiten. Er versichert sich selbst. Ja, ja, aber ein Erz. Aber er steht gut dafür. Genau, kann man jetzt. Aber ich glaube, IDEX ist gerade dazu gekommen, oder? Ja, da bin ich jetzt noch nicht ganz firm, wann war das? Im letzten Nervous Newsletter habe ich das gesehen. Okay, okay, nein. Von den meisten kriegen wir alles. Dass der CEO opposed ist mit den Kunden. Genau, also von den meisten. Ja, das ist dann schon wieder. Nein, da habe ich das aufgegangen. Ja, IDEX ist ganz nett. Okay, okay. Also die Liste könnte man um Betrugsgeschichten jetzt zum Beispiel nur sehr, sehr stark erweitern. Aber da geht es um echte Hacks, glaube ich, die auch technisch bedingt durch schlechte Lagerung und, weil das war die Einleitung von der Card Wallet. Kurze Vorstellung, habe ich eigentlich eh schon gesagt. Ja, ich bin der Matthias und wie gesagt, meine Aufgabenfelder bei Coinfinity nur einmal, ich bin auch im Großkundenbetreuungsbereich tätig und Ansprechpartner für Banken und für Behörden. Das heißt, wir sitzen bei den Behörden auch und im Bundesministerium für Inneres zum Beispiel, in der Public-Private-Partnership-Initiative, wo wir zum Thema Geldwäsche auch dort sitzen, mit Bankenvertretern, mit Notarvertretern, aber auch mit dem Bundesministerium, und wir dort auch mithelfen und aus erster Hand Informationen kriegen zum Thema Geldwäsche. Ich habe dann immer so einen Disclaimer, den bringe ich natürlich immer gern, weil ich immer darauf hinweise, ich bin natürlich selber ein Enthusiast, auch was das Bitcoin anbelangt, und bei manchen Vorträgen bringe ich das halt ganz, ganz gern, und da kann man aber keinen Rückschluss daraus, dass ich jetzt irgendeine Empfehlung ableite, zu kaufen oder zu verkaufen. Wichtig ist, dass man prinzipiell weiß bei der Verwendung von Kryptowährungen, es kann natürlich auch zum Totalverlust führen, wenn man nicht die richtige Anwendung oder die Transaktion falsch handhabt. Deswegen für Vermögensschäden etc. keine Haftung. Kommen wir zur Kryptoökonomie, und ich möchte mal anfangen, so generell diesen Markt zu kennzeichnen. Und dort How Much, das ist so ein Statistikportal, jetzt eine wirklich sehr, sehr gute visuelle Übersicht des Marktes zu geben. Weil man sagt immer, was ist denn der Markt? Der Markt wird immer versucht, eben, wenn wir da jetzt hernehmen, die Kryptos, also wir wissen, um die 18, über mehr als 18 Millionen Bitcoins sind derzeit im freien Umlauf. Multipliziert mit dem aktuellen Kurs, ja, kriegen wir in Summe eine angenommene Marktkapitalisierung, das ist ja alles theoretisch, von derzeit ca. 130 Milliarden US-Dollar. Ja. Da sieht man, der Bitcoin hat ca. Anteil am gesamten Kryptomarkt, glaube ich, 67-68% jetzt derzeit. Ja. Das heißt, so 2/3, das andere Drittel teilt sich eben auf zigtausende andere, wobei die Top 5, glaube ich, machen 85% oder 86% aus, und der Rest ist dann je nachdem. Und man sieht, dass dieser Kryptomarkt hier generell so ein ganz, und das ist in Wahrheit nur ein, nicht einmal ein I, ein ganz kleines Pünktchen, verglichen jetzt mit dem nächsten Markt, den ich gerne vorstelle, das ist der gesamte Goldmarkt. Wenn man alles Gold der Welt auf einen Haufen hat, hat man so einen Würfel mit 21 x 21 Meter. Und genau wert sind jetzt 7.800 Milliarden US-Dollar. Ja? Also da sind wir weit entfernt. Wir waren am Peak, also am Höchststand.
Dezember 2017 bei ca. 800 Milliarden Marktkapitalisierung. Ja? Das Gold 7.800, das ist auch 8.000 Milliarden. Also wenn wir am Peak mal 10, dann waren wir ungefähr beim Goldmarkt. Ja? Und wenn wir da jetzt weiterschauen, der gesamte Aktienmarkt weltweit, ja? Hochgerechnet, Anzahl Stück Aktien, die draußen sind, mit aktuellen Kurs, 77.000, sagen wir 78.000 Milliarden. Ja? Dann haben wir... Milliarden. 78.000 Milliarden. Also, ja. Wenn man das ganze Geld der Welt zusammenzählt, wobei das physische Geld, also in Papier und Münzen, 43.000. Ich weiß, ich komme da jetzt mit irrsinnig großen Ziffern, die kann man eigentlich gar nicht fassen. Ja? Weil bei uns hört so auf, bei 1-2 Millionen hört beim Normalverbraucher, also vom Greifbarkeit auf, 1 Milliarde kann man überhaupt nicht einschätzen, was das überhaupt ist. Ja? Aber mit diesen Punkten, denke ich jetzt einmal, kann man da ganz gut weiterhandeln. Dann gibt es natürlich nicht nur das Physische, sondern das, was auch auf den Girokonten, also auf den Tageskonten liegt, M1, M0, M1, M2 etc. Da sind wir bei fast 95.000, also 100.000 Milliarden. Die gesamte Verschuldung weltweit 184.000 Milliarden US-Dollar. Der private Wohnbau 217.000. Dann gibt es nur Agriculture, also quasi die Ding. Und das ist aus meiner Sicht die größte Blase oder Bubble oder Markt, der gesamte derivative Markt. Die ganzen Zertifikate, das was der Warren Buffett als das moderne Atomwaffenarsenal bezeichnet hat, mit 532.000 Milliarden. Und ich möchte euch nur eins mitgeben, es gibt einen großen Anbieter, das ist eine Bank, die ist in Europa, die besitzt, also ist Emittent von ca. 10%, ist der größte Emittent von diesem Kuchen. Was das vielleicht wäre? Deutsche Bank. Ich kann aber gerade so flogen, aber Käse. Ja, also die fahren meine Exposure eigentlich schon ziemlich zurück, weil das ist ein immanentes Systemrisiko. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die logreißen, die Deutsche Bank, ja, so viel Geld gibt es nicht einmal. Keiner hat 50.000 Milliarden, dass er da irgendwo in den Dings... Ja. Und das will ich einfach einmal mitgeben als Schaubild, wenn wir immer reden vom Markt. Ja? Wir sind original so klein. Ja? Verglichen zu den ganzen anderen Märkten. Das gibt. Na kurz, bei Krypto, da sind alle drin, oder? Da haben wir, also insgesamt sind wir bei ca. 200 Milliarden ja? Euro, alle zusammen. Okay. Und 130 macht ca. 140 ca. Ja. Der Bitcoin oder so ungefähr. Aber das ist, wie gesagt, optisch da fast gar nicht wahrnehmbar. Ja. Ja? Dann habe ich immer gerne die Wiener Börse, da haben wir derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 114 Milliarden. Also wenn ich alle Aktien, Anleihen etc. alles zusammenziehe, derzeit am Wert, ja, das ist ungefähr das, was der Bitcoin derzeit ausmacht. Und der Bitcoin allein ist äquivalent zur Wiener Börse. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Und ganz ehrlich, was ist die Wiener Börse im Vergleich zu weltweiten Aktienmärkten? Also auch wieder, sind wir wieder bei der kleinen Kugel. Das ist das Erste, dass der Markt eigentlich nicht das widerspiegelt, was er eigentlich überhaupt ist. Also das ist jetzt mit äquivalentem Vergleich. Und für mich und auch für einen Bitcoin-Broker, Coinfinity ist natürlich zu wissen, wie viele Leute das besitzen, wesentlicher als abstrakt anzuschauen, was ist irgendeine Marktkapitalisierung. Und da gibt es diese ominöse Befragung von der ING DIBA. Ich nehme immer sehr, sehr, sehr gerne Bankenumfragen her, weil die nichts zu beschönigen haben, wenn es um Kryptos geht. Und die haben damals eben eine Umfrage gestartet und da war halt eben Österreich auch dabei und da ist die einfache Frage gewesen, besitzen Sie Kryptowährungen? Und 8% der Österreicher haben gesagt, ja. Gut, vor der Bankumfrage ist nicht mehr mal zur Kenntnis. Warum die Türken da 18% gehabt haben, ist auch irgendwie naheliegend. Die haben gerade in dem Fall 15% Inflation gehabt. Das heißt, für die war der Bitcoin eigentlich eine relativ sichere Geschichte. Und sie haben eine zweite Frage gestellt und haben gesagt, okay, würdest du in Zukunft Kryptowährungen kaufen? Und da haben die Österreicher zu 19% gesagt, der europäische Durchschnitt 25%, also ein Viertel, haben gesagt ja, bei den Türken 45%. Also es gibt eigentlich schon ein sehr, sehr klares Bild. Ja? Und wenn ich jetzt hergehe, diese 9%, ja, würden wir, da gibt es diesen technologischen Lifecycle, ja, bei 9% waren wir ungefähr da bei dem Stage zu den Early Adopters. Ja. Und es gibt verschiedene Anhaltspunkte, da gehe ich jetzt gleich weiter. Es gibt auch eine Befragung der ÖFB zum Thema Kryptos, ja, und die fangen an bei 2%. Also da geben 2% der Österreicher zurück, sie haben Kryptos. Wobei 7,9% geben Interesse vor. Ja.
Wenn ich jetzt sage, Spannweite Österreicher, würde ich jetzt einmal dann herleiten, 2-7%. Also da reden wir zwischen 160 und 300, 400.000 Menschen in Österreich. Da würde ich persönlich jetzt dann nicht mehr sagen, dass es sich um eine kleine Gruppe handelt. Ja? Auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie kommuniziere ich so ein Ergebnis? Und zwar haben wir hier im 2018er Jahr von der ING DIBA selbst die Kommunikation, ist Bitcoin in your future? Und komischerweise, die ING hat selbst ein Jahr später die ganze Umfrage nochmals kommuniziert mit der Headline, Österreich noch nicht bereit für Kryptogeld. Mhm. Genau dieselben Ziffern, nur mit einer anderen Grafik. Wir haben genau da die 8% und, nur mit einer anderen Headline. Das möchte ich euch vielleicht auch ein bisschen mitgeben, wenn es darum geht, Informationen im Netz aufzusammeln, um den ganzen Kryptomarkt ein bisschen einschätzen zu können, dass man immer ein bisschen auf die Originalquelle schaut. Vor allem immer schaut, von wo kommt die Quelle her. Okay, in dem Fall war es wirklich der Pressetext von der ING DIBA, der zweimal komischerweise mit jeweils einer anderen Headline gekommen ist. Und dann kann man es so sehen oder so sehen. Wenn ich 8% der Österreicher habe, 8×6, okay, da sind wir wirklich bei den zwischen 400.000 und 500.000. Und man weiß zum Beispiel, der George österreichweit von der Erste Bank wird von 800.000 Leuten genutzt. Also das Äquivalent gefällt mir dann wieder als Ex-Banker, zu sagen, Österreich ist nicht bereit für Kryptogeld, ich weiß nicht. Muss jeder selbst das ein Bild machen. Zwischen 2-7%. Dann beobachten wir natürlich ganz andere Messdaten auch noch. Das werdet ihr natürlich eher erkennen. Erstens einmal, es gibt da von der Cambridge University ein Center for Alternative Finance, die unregelmäßig, muss ich leider sagen, weil neueste Daten habe ich leider nicht, an so einem Krypto-Bericht machen. Da geht es teilweise ums Mining, teilweise um andere Sachen. In dem Fall haben sie sich angeschaut, wie die jeweiligen Total Accounts, also die Wallets sozusagen zugenommen haben, nämlich gerade in dem Bereich, in den ersten Quartalen 2018, wo man, Hälfte, wir haben zwischen 70-72% ist der Bitcoin-Kurs zurückgegangen im Kalenderjahr 18. Und trotzdem hat sich die Wallet-Anzahl um 63% erhöht. Und das, was wir selbst auch gesehen haben bei Coinfinity, die User, die wirklich voll verifiziert sind mit Reisepass, Adressnachweis, bei wirklich sauberen White Exchanges, haben sie mehr, also fast verdoppelt, von 18 auf 35 Millionen. Millionen. Das haben sie weltweit. Weltweit, ja. Okay. Im Bericht kann man sich runter, ist wirklich sehr gut zu lesen. Und auf der einen Seite 70% Kursrückgang und auf der anderen Seite fast das Doppelte an User. Und das sind einfach Hardfacts, die kann ich nicht wegschreiben, oder würde ich nicht wegleugnen. Und das zeigt mir auch, dass das Fundament von denjenigen, die zum Netzwerk kommen, sehr gutes ist. Ja. Also das Produkt. Ist das nicht hergestellt, dass die einmalig sind? Wenn es mehrere Exchanges sagen, wir haben so und so viele verifizierte User, dann gibt es ja sehr viele User, die auf mehreren Exchanges verifiziert sind. Danke, das steht so nicht drin im Ding. Ja, ich bin natürlich auch auf 17 angemeldet, aber nicht jeder hat meinen Ausweis, muss ich dazu sagen. Aber kann natürlich Doppelnennungen sein und. Kann natürlich auch sein, dass sie da von den 18 auch viel eingeschlichen haben. Also vom Datenschutz her dürften sie das ja gar nicht weitergeben, wie die wirklich heißen. Nicht? Und von dem her kann es gar nicht ausgeschlossen sein, dass Doppelnennung ist. Ja. Würde jetzt nicht ausschließen, danke für den Hinweis. Aber mir geht es auch dazu zeigen, okay, die Entwicklung ist natürlich auch da. Ja. Nicht nur bei den Usern, sondern man sieht es auch bei den Bitcoin ATM, also bei den Automatenstandorten. Das ist nur eine alte Statistik gewesen. Da haben wir von, weiß jetzt nicht genau, die war auf jeden Fall 2018, beginnend 2018. Ganz klar in Amerika, regional, an zweiter Stelle war Kanada und an dritter Stelle eigentlich schon Österreich, weil die 96 Stück, die da angegeben worden sind, du hast immer die Problematik, keiner weiß die genaue Stückzahl der Bitcoin-Automaten weltweit, weil bei den meisten Portalen musst du selber anmelden, dass du einen Bitcoin-Standort hast, also einen Automatenstandort. So, jetzt sind die natürlich auf Daten angewiesen, wo quasi freiwillig sich wer hinmeldet. Wir haben mittlerweile in Österreich über 250 offizielle Standorte und sind beim Pro-Kopf-Durchschnitt die Nummer 1 weltweit. Land. Mhm. Österreich, 250 Standorte. In Amerika sind es über 3.000, weil wir haben mittlerweile die 6.000 Stück geknackt. Ich möchte euch aber auch ein zweites Verhältnis mitgeben. Was schätzt ihr, wie viele Bankomaten gibt es in der Bundesrepublik Deutschland? Geldausgabeautomaten, Bankomaten? 500.000. Nein, so viele nicht. 30.000. Zwischen 50.000 und 60.000.
Also das und das war so, weil in Österreich habe ich leider nicht gefunden, aber das ist auch, dass man das immer weiß. Also, aber was man wieder sehen kann, also die Entwicklung für den Markt zeigt eine Richtung nach oben. Ja. Mehr Leute im Markt, mehr technische Unterstützung im Markt, mehr Anmeldungen. Ja. Das Einzige, was natürlich volatil ist, ist das Trading-Volumen. Ja. Und was es dazu bedingt, dass es noch mehr Leute werden, sind natürlich die regulatorischen Ansätze, so wie es auch in Österreich derzeit gefahren ist. Weil viele Personen sagen natürlich, na, der Markt ist nicht geregelt, ich bin mir nicht sicher, ob der Anbieter safe ist, ist der seriös, was macht er überhaupt mit meinen Daten, ich schicke dir den Ausweis, wie passt der darauf auf und. Es ist ja wirklich, kann man sagen, in Österreich bis dato, und da möchte ich gleich einsteigen, nämlich mit dem rechtlichen Status vor dem 1.10.2019. Es war zwar eine Definition auf europaweiter Ebene da, was virtuelle Währungen sind, das sieht man da auch. Das ist in der EU-Richtlinie abgeleitet von der 218-843, die sich jetzt eins zu eins auch wiederfindet. Und man hat typisch österreichisch einmal prinzipiell immer gesagt, was nicht ist. Man hat einmal nicht, man hat gesagt, es ist keine Währung und es ist kein Wertpapier. Ja? Steht da genau da. Es ist kein Finanzinstrument, aber sie haben gesagt, es ist ein unkörperliches Wirtschaftsgut. Und das unkörperliche Wirtschaft gilt als nicht abnutzbar. Dann gibt es ein paar separate Bestimmungen, die auch steuerlich sind, dass zum Beispiel beim Kauf und Verkauf keine Mehrwertsteuer, keine Umsatzsteuer anfällt und, die vom EuGH sozusagen bestätigt worden ist. Und somit haben wir in Österreich angefangen, die Startups, die Fintechs etc. in diesen, wie soll ich jetzt sagen, unreglementierten Markt Businesses hochzuziehen. Ne? Und man war eigentlich mit dieser Geschichte eigentlich sehr, sehr gut unterwegs, weil die Nachbarländer haben das relativ, zum Beispiel in Deutschland, sehr, sehr stark reguliert gehabt. Die haben immer gleich gesagt, der Bitcoin gilt als Recheneinheit, damit war er sozusagen der Valuta, also den Valuten, sprich den US-Dollar etc. gleichgestellt, und das hast du eigentlich nur als Valutengeschäft, das Wechselgeschäft nur machen können in Deutschland, wenn du eine Art Banklizenz gehabt hast, eine Konzession sozusagen. Mhm. Und das haben die meisten nicht gehabt. Was heißt nicht abnutzbar? Du hast normalerweise auf das Wirtschaftsgut hast immer Abschreibung. Ne? Ein Möbel, ein Laptop so, ja. etc. ist immer, hat immer eine Nutzungsdauer und auf die kannst du steuerlich abschreiben. Da in dem Fall gibt es nicht. Ja. Das ist der Staat jetzt schon einen Teil in Kryptowährungen? Österreich? Nein, also weiß ich nicht, kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Ja. Aber es gibt natürlich Staaten, die sehr wohl Kryptowährungen. Es gibt Staaten, die haben. Angeblich soll es einen Teil Kryptowährungen. Wer? Österreich, Staatsanleihen anscheinend. Sie haben über die Ethereum-Blockchain haben sie Staatsanleihen ausgegeben. Sie haben nicht Kryptowährungen gekauft, sondern sie haben sie nutzen Blockchain-Technologie. Genau. So. Kurz zusammengefasst, wir haben wirklich vor dem 1.10.2018, wir waren in einem unreglementierten Markt. Im Juli ist im Ministerrat sozusagen dieses Gesetz auf Schiene gekommen, dass sämtliche Anbieter für virtuelle Währungen sich zu registrieren haben und unter das Finanzmarktgeldwäschegesetz fallen. Davor war es so, dass nur manchmal einzelne Geschäftsbereiche davon von diversen Regelungen betroffen waren, wie zum Beispiel das E-Geldgesetz, Zahlungsdienstleister, Bankwesengesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz, Kapitalmarktrecht und. Also das heißt, von dieser rechtlichen Seite hat man natürlich betroffen sein können, wenn man jetzt irgendeinen Token, irgendein ICO oder sonst irgendetwas gemacht hat. Ja. Und einzelne Kryptounternehmen, wie zum Beispiel das Mining-Thema, war auch zum Beispiel betroffen vom alternativen Investmentfondsgesetz, weil es einfach von der Ausstattung her dem zugerechnet worden ist. Ich bin kein Jurist, muss ich dazu sagen. Die FMA hat sich das Ganze sicherlich genau angeschaut und ich kenne so manche Ausstattungen von den Mining-Unternehmen, die waren wirklich nicht geschickt gewählt. Ja. Und da hat man das eins zu eins, wenn das Gesetz da ist, anwenden können. Und die FMA hat das dann auch publiziert, dass sie das so sieht und hat die Mining-Unternehmen dementsprechend auch angeschrieben. Die haben dann sozusagen entweder umgestellt, das Businessmodell, oder sie sind sowieso gleich von österreichischer Bildfläche verschwunden. Was einzelne Kryptounternehmen genauso wie Confinity gemacht haben, die haben gewusst, halt, dass wir sind unreglementiert, haben sich aber freiwillig zum Beispiel der Gewerbeordnung unterworfen, indem sie ein Gewerbe angemeldet haben, für EDV-IT-Dienstleistungen, für Handelsgewerbe oder wie auch immer, und haben dann sozusagen Sorgfaltspflichten, zum Beispiel eben für die Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sprich dieses KYC, Know Your Customer, die Ausweisprüfung vorweggenommen, auf freiwilliger Basis. Das hilft uns jetzt natürlich, wenn wir jetzt den neuen Status uns anschauen, da hupfe ich jetzt ein bisschen hin und her,
der da heißt, ab 10.01.2020 definiert im Finanzmarkt-Geldwäschegesetz die virtuelle Währung als eine digitale Darstellung eines Wertes, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stellen emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen und juristischen Personen, so wie da, fürs Bier, als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Das ist die Definition. So. Und des Weiteren hat der Gesetzgeber gesagt, wer ist jetzt Dienstleister in Bezug auf diese virtuellen Währungen? Und dort geht es nur bitte für Dienstleister, die gegen Entgelt an Dritte das Service anbieten. Ja? Wenn du zu Hause weiter fröhlich privat weiter meinst und das Service niemandem anderen anbietest, wenn du weiter Trading machst im Kryptobereich, wenn du weiter ein privates Interesse einfach verfolgst, hast du mit einer Registrierung nichts zu tun. Du bist nur dann quasi drin, wenn du gegen Entgelt dieses Produkt und Dienstleistung jemandem Dritten anbietest. Und da hat der Gesetzgeber, ein relativ offenes System gewählt, um einfach einmal zu schauen, wer ist denn da überhaupt da. Und dieses offene System hat einfach gesagt, bitte, ihr müsst euch alle registrieren, die Dienste zur Sicherung privater kryptografischer Schlüssel anbieten, die im Namen eines Kunden halten. Ja, also quasi die für Dritte sozusagen die Keys, wenn man so will, verwahrt. Die generell einen Tausch machen, Fiat in virtuelle Währung oder umgekehrt. Die einen Tausch machen, virtuelle Währung in virtuelle Währung. Die, das ist sehr schwammig formuliert, die generell nur virtuelle Währungen übertragen. Ja, so. Das kann alles sein. Blockchain selbst überträgt. So ist es, ja. Oder die zur Verfügungstellung von Finanzdienstleistungen für die Ausgabe und den Verkauf von virtuellen. Ich meine, übertragen heißt jetzt elektronisch übertragen. Also ein Netzwerk zur Verfügung stellen oder was? What else? Wie auch immer. Das ist wirklich offensichtlich so weit formuliert, dass sich diejenigen, die sich betroffen fühlen, eben registrieren sollen. Wenn du ein Mobile-Provider bist oder irgendwas, dann musst du registrieren. Erstens, du musst deine Dienstleistung aktiv in Österreich anbieten. Entweder als österreichisches Unternehmen in Österreich oder aus dem Ausland aktiv für Österreich. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Wallet-Provider bist oder eine App programmiert hast und du sitzt in Hongkong, ja, und Österreicher nutzen einfach die App, dann wirst du dich da nicht registrieren müssen. Weil die Hongkonger Firma nicht aktiv, aber wenn du einen Vertrieb aufbaust, wenn du zum Beispiel eine AT-Domain für dein Dienst einrichtest, etc., dann hat das den Aspekt, in Österreich aktiv zu werden und dann müsstest du dich registrieren. Ist jetzt natürlich auch wieder sehr schwammig, ja, aber wir haben zumindest einmal was, wo sich die FMA sagt, okay, wir schauen uns jetzt einmal alles in dem Bereich an. Ist das zum Beispiel ein EDV-Dienstleister oder Finanzberater oder sonst irgendwas ist, wo solche Produkte unter Anführungszeichen schon immer angeboten hat oder in den letzten Jahren? Also Beratungsdienstleistungen sind meiner Kenntnis noch davon ausgenommen. Ich habe selber einen Gewerbeschein für EDV-IT-Dienstleistung. Ich berate zu Hard- und Software und ich muss mich dann nicht... Ja, und wenn der zum Beispiel Beratung macht und eben damit auch handelt für den Kunden, dann muss er dann zu seinem bestehenden Gewerbe das zusätzlich beim Finanzministerium melden. Ah, bei der FMA muss man sich registrieren. Mit handeln meinst du, dass du für den Kunden die Keys holst? Ja, ist egal, eins von den Sachen, die da stehen. Ne? Gegen Entgelt für Dritte, dann... Muss er das eine eigene Meldung beim Finanzministerium machen? Musst du eine Registrierung auf der FMA-Seite machen? Finanzbankaufsicht. Also Finanzmarkt. Direkt, dann musst du dort registrieren beim Finanzmarktaufsicht. Ich habe das leider nicht mit, was da für Anforderungen sind für diese Registrierung. Also die wesentlichen zwei Punkte sind, du musst dein Geschäftsmodell beschreiben, was machst du genau und welche Kontrollmaßnahmen hast du selber sozusagen etabliert, damit du Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausschließt. Also jetzt alle Betriebe, die jetzt damit handeln für andere Kunden, außer für sich für selbst. Für Entgelt gegen Dritte. Das ist der springende Punkt. Da geht es jetzt aber nur um Geldwäsche-Geschichten und nicht um Gewerberecht. Oder? Genau. Da geht es rein um Prävention, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Also, okay, da geht es nicht um das, dass man Gewerbe hat und auch Fuß sein. Genau. Die schauen nicht, ob das dem Gewerbe entspricht oder wie auch immer, ne, sondern da geht es rein, ob du dem Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz Genüge tust. Einfach Kontrolle über das hat, was da bewegt wird. Ich kann leider auch selber noch gar nicht viel sagen dazu, weil das jetzt muss man jetzt abwarten, wie es in der Praxis ausschaut. Seit 1.10. Wir haben gleich am 1.10. die Registrierung abgegeben als Confinity. Wir sind im laufenden Kontakt mit der FMA. Unsere Registrierung ist noch nicht durch.
Aber wenn sie durch ist, werden alle Anbieter offiziell auf der FMA-Homepage ausgezeichnet. Das heißt, du kannst dann als Investor oder interessierte Person auf die FMA-Homepage ansurfen, schauen, ist mein Anbieter dabei, passt. Ja? Weil das hat natürlich dann schon einen gewissen Stellenwert, wenn du von der Finanzmarktaufsicht als registriertes Unternehmen geführt wirst. Ist da schon eine jährliche Grenze oder sowas bekannt? Ja, das ist das Nächste. Also es gibt natürlich im Finanzmarkt Geldwäschegesetz, das natürlich auch auf europäischer Ebene gewisse Richtlinien vereint und umsetzen. Die normalen Geschichten wie Mittelherkunftsprüfung ab 15.000 Euro. Ab 15.000. 15.000, ja. Und jährlich? Jährlich oder insgesamt? Da gibt es das Pro-Person-Prinzipiell einmal, ja, die Mittelherkunft. Aber ob es jährlich ist oder Lifetime, da gibt es dementsprechend noch keine rechtlichen... Aber in Deutschland hat es jetzt zum Beispiel Automaten gegeben in letzter Zeit von einer polnischen Firma. Da hast du ohne New York Customer bis zu 50.000 oder noch mehr. Gibt es in Österreich auch bis 9.01.23.59. Danach, danach ist de facto nicht drauf. Ja, ich bin nicht am aktuellen Stand, ob es das in Deutschland auch gibt, aber gegeben hat es das die letzten paar Wochen. Ich bin auch überzeugt, dass manche das noch gar nicht wissen, dass das überhaupt gibt, dass sie registrieren müssen. Ja. Ich bin überzeugt davon, weil es gibt viele Einzel, die aus Eigeninteresse oder wie auch immer anfangen, die haben von dem vielleicht noch gar nichts mitgekriegt. Ne? Es macht ja auch keine offensive Werbung. Die FMA geht ja auch nicht her und sagt, macht Annoncen in der Kronenzeitung oder in der kleinen Zeitung, aber ihr müsst euch alle registrieren, das macht ja niemand. Ne? Also das musst du wissen sozusagen. Es gibt ja auch keine Branchenvertretung zum Beispiel. Ne? Also in der Krypto oder für die Virtual Asset Service Provider, wie ESP, wie es so schön heißt auf Englisch, es gibt keine Branchenvertretung, weder europaweit noch österreichweit. Ne? Du musst dich um die Sachen alles selber kümmern. Ne? So was wie Local Bitcoins wäre dann ja illegal jetzt. Local Bitcoin hat schon geändert, du kannst auf Local Bitcoins nur mehr mit deinem Ausweis, du musst jetzt erst anmelden etc. und unterliegt dann genau das selbe. Wenn du das gewerblich machst. Jetzt ist die Frage, wann bist du gewerblich unterwegs? Also wenn du einmal im Hinterhof 1000 Euro gegen Bitcoins tauscht, würde ich jetzt einmal behaupten, dass das nicht gewerblich ist. Wenn du aber dort auftauchst und schon 150 Bewertungen hast, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht als gewerblich nicht durchgeht. Dann wenn ich einmal 14.999. Ich bin kein Steuerexperte. Ich muss jetzt einen anderen fragen. Ja. Ich kann dir einfach nur sagen, wir müssen die Dokumentation vorrätig halten. Du musst natürlich schauen, dass das Ganze so gesichert ist. Du musst schauen, dass wer Dritter, eine Behörde jederzeit Auskunft dazu kriegt und. Also ganz andere Geschichten. Wir werden auch unsere Kunden dementsprechend informieren, dass wir eine geänderte Situation ab 10.01. haben, wo wir genau aufschließen werden, welche Aktivitäten wir jetzt zusätzlich machen und was wir jetzt da machen müssen, weil das ist unser Status. Ja. Und dann kann der Kunde natürlich selber sagen, okay, bleibe bei Confinity, die haben mir bis jetzt immer gut geholfen, die werden sind vertrauenswürdig, da halten gute Leute, da bleibe ich weiterhin dabei. Oder der ein oder andere Kunde wird sagen, okay, danke, dass ihr mich informiert habt im Vorfeld, ne, weil das ist auch oft wichtig. Manche Unternehmen machen wir dann vielleicht was anderes, als was sie dann gesagt haben. Das machen wir nicht. Und wir wollen aber sicherstellen, dass wir am 10.01. eben dem Regulativ dann entsprechen. Und das, ja, dass da natürlich das vielleicht ein guter, es gibt kein Passporting. Das heißt, wenn wir in Österreich die Registrierung haben, heißt das nicht, dass wir automatisch in der EU Freiland sind. Das ist nämlich ein kompletter Fleckerlteppich. In jedem einzelnen Land hast du separat, es muss keine Registrierung, es kann eine Lizenzierung sein, es kann eine Konzessionierung sein. Komplett unterschiedlich, kompletter Fleckerlteppich, deswegen kein Passporting und aus meiner Sicht eine gute Regelung, wenn jemand weiterhin sein Geschäft betreibt, obwohl es nicht registriert ist, und dazu vor allem die Scam-Geschichten dazu, Bernie, gell? Da habe ich meine Reste Hoffnung und die FMA wird das auch tun, die fahren da aus, ja? 200.000 Euro Strafrahmen plus da gibt es andere Möglichkeiten, auch noch die FMA ausschütten. Ja, aber das ist nur für Firmen, die in Österreich tätig sind. Oder auch aus dem Ausland. Sie können ja Investorenwarnungen machen und sagen, dass du unerlaubte Geschäfte da in Österreich machst und dass das quasi illegal ist. Und glaub mir, die FMA wird dann mit der jeweiligen, ob der in Polen jetzt ist und quasi bei uns Vertrieb macht, also das ist ja im EU-Raum. Die haben wirklich den Macht, dass da in Polen eine Firma mehr oder weniger zu den 200.000... Sagen wir mal so, die können erhebliche Probleme machen. Eine Finanzmarktaufsicht, wenn die zum Thema Geldwäsche
zum Beispiel an die BaFin oder an die polnische Behörde, was hinschreibt und mit der starken Vermutung bitte den, dann hat das sicherlich Auswirkungen. Also, da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber da kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es gibt noch keine Präzedenzfälle, muss ich auch immer wieder dazu sagen. Das wird sich alles halt einschleifen, auch die Behörde muss dazulernen. Da sind, ich habe sehr, sehr engagierte Beamte kennengelernt, muss ich dazu sagen. Aber die wollen wirklich lernen und die werden auch nicht gleich alles verstehen. Und da muss man halt nur mal vielleicht um das Schäufelchen ein bisschen mehr auch mit ihnen sprechen. Ich glaube, du musst ein bisschen Gas geben. Ja, ich bin schon. Nein, wir haben die Fragen schon eingeflogen. Die Fragen haben wir schon on the fly. Nur in aller Kürze, wie das Ganze kommen wird, wie es in der Praxis dann sich dann umsetzt, ja, wer als erster dann aufscheinen wird, ob das nur ein längerer Prozess ist. Und ich muss dazu sagen, es ist natürlich extrem kurzer Zeitraum. Ja. Also wenn du im Juli sozusagen den Ministerrat gehabt hast, dann haben wir gewusst, wir sind da dabei. Und dann schaust du mal das Finanzmarktgeldwäschegesetz an, das eigentlich für Banken gemacht wurde und auch da ist, was die schon seit Jahrzehnten erfüllen müssen. Wir können das nicht innerhalb von 3 Monaten aufholen. Das geht nicht. Ja? Und deswegen, wir werden da auch mit der FMA reden, wie wir das zeitlich am besten umsetzen können, sodass es auch für einen passt. Also ich hoffe, dass da die wie ist denn das eigentlich, wenn es zum Beispiel, das heißt auf der Seite von Finanzonline, dies zum Beispiel mit der Spekulationsfrist von einem Jahr, da steht, das gilt nicht für Gewerbliche. Ja. Ne, oder, ne? Aber wenn jetzt einer ein DAPA-Wehrvertreter ist und ein DAPA-Kulturwehr hat, ist auch gewerblich. Ne? Der macht seine Steuererklärung für sein Klumpert, was er da verkauft hat, und tut nebenbei für sich persönlich ein bisschen drehen. Ab wann gilt für den die Spekulationsfrist? Wie ja, aber sein Gewerbliche ist ja nicht traden von Bitcoins, sondern DAPA-Wehr verkaufen. Die Bitcoins, die macht er privat und das DAPA-Wehr macht er geschäftlich. Ja. Damit, du kannst als Person beides sein. Offiziell. Oder wenn es das nicht oder Arbeiter ist, sondern Gewerbetreibender, hast du es dann auch nicht? Also wenn es für die Gewerbetreibung das kann Dritten anbietest und dafür auch Geld annimmst, zum Beispiel wenn ich nehme 20% von dem, was ich für die erwirtschaft, ne? Dann fallst du da auch nicht drunter. Selbst wenn du Einzelunternehmer bist, also dass es nicht eine getrennte Firma gibt, selbst wenn du Einzelunternehmer bist, kannst du für dich private Investmentveranlagungen machen. Das weil macht nicht deine Firma, obwohl du Einzelunternehmer bist. Einzelunternehmer müsst du sonst hergehen und selber eine für sein Einzelunternehmer eine Gesellschaft gründen, damit er seinen Privatanteil rausnimmt, wenn das einfließen will. Da ist genau das, was da angesprochen worden ist. Nur wenn du anders was verkaufst, veranlagungsmäßig, dann ist das dein Business. Ja? Wenn du das für dich selber machst, ist es privat. Das ist derweil die Wohnung, die man privat kauft, auch gewerblich, nur weil selbstständig. Du musst nur schauen, dass du das nicht von Firmen kaufst. Wenn man Wohnung kauft, dann kommt es. Also nur weil du einmal Bitcoin schon akzeptierst. Ja, okay, nimmst du jetzt in die Firma rein oder nicht? Da muss es aber einmal den Finanzamt deklarieren. Wenn du als Firma jetzt für eine Transaktion Bitcoin als äquivalent akzeptierst, ja, wie 100.000 Euro in Bitcoin eben zahlen, musst du nicht automatisch registrieren. Ja? Weil wo ist das Entgelt? Wo ist gegen Dritte? Ja? Gibt's nicht? Er hat einfach das Tauschmittel Bitcoin statt Euro gewählt, da musst du nicht registrieren. Dazu noch die wichtige Frage, die einjährige Haltedauer, da ändert sich nichts momentan. Ich bin jetzt nicht beim Bundesministerium für Finanzen, aber es ist nirgendwo gestanden, dass diese Einjahresfrist fällt. Okay. Die FMA oder so, die FMA, das ist beim Bundesminister, beim BMF. Ja, und da hat, also ich weiß von nichts, dass diese Einjahresfrist fallen sollte oder dass die wegkommt oder wie auch immer. Aber kann sein, dass morgen in der Schreibe rauskommt und Übergangsfrist und keine Ahnung. Nein, das ist nicht aus der Regierung fühlen. Also braucht man da eine Regierung? Ja, in der Regierung. Die Bierlein hat ja auch nicht beschlossen. Ich hoffe, dass ich vielleicht nächstes Jahr wieder da stehen kann und kann ich dann schon ein paar Stellschrauben vielleicht zu dieser Regulierung sagen und sagen, wie das gegangen ist oder wie auch immer. Das ist für uns extrem spannend, weil natürlich auf der einen Seite will man alles erfüllen, weil gut, wir sind ein Unternehmen mit 17 Arbeitsplätzen, wir haben Kunden, wir wollen natürlich langfristig unser Geschäftsmodell durchführen. Ne? Auf der anderen Seite ist für uns auch ein gewisser Nebel da, wo wir nicht genau wissen, erst können wir das jetzt so machen, können wir das jetzt so machen. Aber wir haben die Behörde wirklich kennengelernt, dass sie wollen und unser Businessmodell verstehen. Und wir hoffen, dass wir dann auch in einem gewissen Dialog
das Ganze vielleicht kompromissmäßig darstellen können. So. Du schaust aus mit den Meldepflichten bei solchen Betrieben jetzt, wie da genannt, ne, die sich da registrieren, bei der Finanzaufsicht, die haben diese Meldepflichten ab 15.000 Euro. Nein, da gibt es keine Grenze, sondern einfach gegen Entgeltantritte, wenn das nur gewerblich wird, dann ob an der die Meldepflicht, was jetzt ein Kunde macht, müssen ja auch alle schmeißen, wie zum Beispiel die Banken müssen ja gewisse Bewegungen. Nein, wir haben keine Meldepflicht. Ja. Derzeit. Aber es gibt quasi das Geldwäschegesetz oder so, und das definiert ja. Nein, das wäre anders, das Kontoregistergesetz, da fallen wir derzeit noch nicht drunter. Das wäre ein separates Ding, dass wir das, diese Meldeverpflichtung. Ah, okay. Wir sind ganz normal bei Verdachtsmeldungen für die Geldwäsche etc., das müssen wir jetzt eigentlich auch schon machen unter der Gewerbe. Also gibt es noch keine Grenze, so bei den Banken, ich glaube, 50.000 Euro Transaktionen muss drüber sein, gemeldet werden. Ne? Das weiß ich nicht. Naja, die Banken machen das automatisch ab. 12,5 oder irgendwie so. Nein, es wird prinzipiell von jedem Konto der Saldo gemeldet. Ja. Per Halbjahr, glaube ich. Ja, das sieht man sogar, wenn man es bei Finanz Online. Siehst du bei Finanz Online, da siehst du ja, wenn du einen Cent auf dein Konto noch oben ist, ist ja das andere. Genau, ja, das wisst ihr nicht. So, aber. Dankeschön. Danke. Danke aber für eure Vorträge, für eure Präsentationen. Im Endeffekt zeigt das ganz schön, in welcher Zeit wir sind. Wir arbeiten ja schon 3 Jahre. Gemeinsam an Projekten, an Artis jetzt auch noch ab 2 Jahre etc. Vor ein paar Jahren war es auch noch gar nicht so einfach, mit Firmen in Kontakt zu treten oder dass man überhaupt Gehör findet von einer Firma wie Kapsch. Vor ein paar Jahren war es auch teilweise schwierig, Bitcoins zu kaufen. Ich bin auch Kunde der ersten Stunde, da bei der Coinfinity. Mittlerweile ist soweit, die BaFin hat reagiert in Deutschland, das ist reguliert. In Österreich schießt die FMA nach. Wir haben erste Blockchain-basierende Projekte. Wir haben mit dem wie heißt man so neue Partner? AIT und Austria Pro. Möchte ich kurz vorgreifen, Austria Pro, österreichische Konsortium als Wirtschaftskammer etc. Auch die arbeiten jetzt mit uns zusammen. Das heißt, wir sehen, was in den letzten Jahren einfach passiert ist. Da ist eine Technologie, eine gesamte Branche ist im Endeffekt erwachsen geworden und ist angekommen. Wir sind jetzt aber da, wir haben funktionierende Netzwerke, Modelle, Ideen, Proof of Concepts teilweise. Wir sind aber ganz weit weg vom Mass Adoption noch. Wir sind noch nicht in großen Firmen wie der Kapsch drinnen. In Deutschland wird es jetzt im Bankensektor etwas weitergehen, nachdem die deutschen Banken Bitcoin anbieten, verkaufen, halten dürfen. Ja, so ungefähr ist das. Also der Preis mit den Haring nächstes Jahr, also das ist kein Investment-Ding, aber es geht alles von, wie es so schön heißt, von links unten nach rechts oben. Die ganze Technologie fährt an. Das sieht man auch. Sind bei anderen Dauern, ja. Das ist ja nicht nur die Kapsch, wir sind jetzt vor ein paar Wochen wieder rausgekommen, wir sind aber einen anderen Weg gegangen. Andere haben seinerzeit immer PDF verkauft, ja, und haben dann nachproduziert. Wir haben produziert, KPDF verkauft, haben produziert und haben jetzt eine fixfertige Lösung, ob die andere oder wo wir mit anderen gemeinsam aufbauen können. Zu dem möchte ich jetzt dann kommen. Ja, ich habe den Faden verloren, aber geht es einfach mal zurück zur Artis. Das heißt, wir sind jetzt an dem Bereich, wo es wirklich darum geht, einerseits noch einmal vielleicht eigentlich Proof of Concepts vorzuschieben und dann aber wirklich dann zu gehen, massentaugliche Applikationen zu machen. Ja? Entweder als Standalone-Geschichte mit einer Firma zusammen. Man hat es ja ganz klar gesehen, danke für deine ehrlichen Worte. Ja? Die Kapsch hat ja über Jahre jede Ausschreibung gewonnen und gefühlsmäßig jede Autobahn in Europa ist Kapsch-mäßig. Ich kenne den Lobbyisten von damals, der hat auch gute Arbeit geleistet, der Job. Aber jetzt wäre es nicht mehr so. Neue Ausschreibungen wären nicht mehr so leicht gewinnbar. Behaupte ich, gerät einfach dir nach, okay, und ich behaupte einfach mal, es gäbe vielleicht ein junges Blockchain-basierendes Startup, das besonders affin ist und irgendwie sagt, das hat ja jedes Auto eine SIM-Karte und das ist viel günstiger. Und auf einmal schaut eine große Firma wie die Kapsch in die Röhre, hunderte Millionen Entwicklungsbudget, aber da kommt auf einmal eine Blockchain her. Oh, ja. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt passiert, aber das sind im Endeffekt Sachen, vor denen jede große Firma jetzt steht. Es ist eine neue Technologie da und die ist, der Professor Taures sagt immer so schön von der WU, die Blockchain ist here to stay. Das ist jetzt auch fundamentiert in Gesetzen und Geschichten und daraufhin werden sie neue Geschäftsmodelle aufbauen. Warum interessiert uns vom Left Handy Blockchain-Technologie so sehr? Weil wir ganz einfach sehen wollen, es muss uns weitergehen auf dem Planeten. Und wir haben ein ganz großes Thema, es steht da oben, Artis ist die Zentrale, der Backbone für CO2-neutrale Anwendungen, die wir in Zukunft alle brauchen. Ja. Regierungen arbeiten dran,
Es geht wahnsinnig viel Geld in diese ganze Geschichte rein. Das Thema ist allgegenwärtig. Und wir haben mit Artis, also wir sind das Lepin, auch vielleicht einmal da ganz klar am Anfang diese Unterscheidung zu machen. Die meisten kennen es eh. Das Lepin ist eine in Österreich registrierte Genossenschaft. Wir sind der Zusammenschluss von 40 Menschen, die Blockchain-Enthusiasten sind, teilweise Programmierer, teilweise sind es da, teilweise Anwälte, Steuerberater, Leute wie mich, Video, alles mögliche, ein Zusammenschluss an Menschen, die mit der Technologie was weiterbringen möchte. Und wir haben in den letzten 1,5 Jahren, das Lab 10, mit Artis, steht darum, eine eigenständige Blockchain programmiert. Ich gehe da näher auf dieses ganze Ding ein, damit da von Anfang an keine Verwechslungen passieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Artis bietet uns jetzt nichts anderes als die Basis, ein Netzwerk, wo neue Geschäftsmodelle, CO2-neutrale Anwendungen, Supply Chain-Lösungen, die kein Papier mehr brauchen, alles Mögliche darauf aufgesetzt werden kann und somit weniger CO2 verbraucht. Ich gehe da durch die Folien ganz kurz durch. Wir sind uns, glaube ich, da haben alle bewusst und auch die letzten Wochen und Monate haben es ganz gezeigt, also die ganze Welt, wir sind uns dessen bewusst, es muss was passieren mit dem Klima. Gleichzeitig haben wir nicht nur Angst, dass was passieren muss, gleichzeitig wächst eine neue Generation heran, die ganz anders denkt, ganz anders drauf ist und ganz anders wirtschaftet. Ja? Ich bin zwar einer der Älteren der jungen Generation, bin jetzt 40 Jahre alt, aber bin gedanklich ein bisschen bei den ganz Jungen dabei, ich will kein Auto besitzen, ich möchte es nutzen. Ja, ich verstehe nicht, warum da so viele Autos herumstehen und sie keiner benutzt. Das ist für mich total undenkbar und da kommt eine neue Generation ran und ein neues Mindset heran, das sagen, wir wollen es benutzen, wir wollen es erleben, aber wir wollen es nicht besitzen oder kaufen müssen. Gleichzeitig gibt es eine andere Generation, die sagt, ich mag es kaufen wollen, aber mein Auto soll Geld verdienen, während es ein anderer nutzt. Das sind alles Ansätze, die es gibt. Zirkulare Wirtschaft, wo man ganz einfach Cradle to Cradle arbeiten, wo Projekte, Produkte, Dienstleistungen längerfristig genutzt werden und nicht gekauft werden. Und nachhaltig hergestellte Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zu dieser schnellen Hinweg- und Wegwerfgesellschaft. Das Ganze zeigt sich auch auf einem globalen Scale. Wir haben über 300 Billionen Dollar, die weltweit in diese Nachhaltigkeitsecke reingehen, in die CO2-Ecke reingehen. Ja. Das heißt, Investitionen in fossile Energieträger, in Firmen wie Exxon etc. gehen teilweise zurück. Viele Fonds können, dürfen teilweise gar nicht mehr investieren. Und Nachhaltigkeits-Impact-Investment war Nischenthema in letzter Zeit. Mittlerweile rühmt sich jeder Impact-Investor zu sein, weil so modern ist, quasi sein Geld dafür einzusetzen und damit auch was Gutes zu tun. Die Neuanmeldungen von elektrischen Autos wachsen um 60% jedes Jahr und über 80% der Kunden wollen an und für sich neue Geschäftsmodelle. Wie ich überhaupt behaupte, wir sind am Ende einer gewissen Zeit, weil alte Geschäftsmodelle vielfach einfach nicht mehr funktionieren. Das ist immer ein Zeichen dessen, dass wir in eine ganz neue Zeit kommen. Ja. Bankdienstleistungen funktionieren nicht mehr so ganz. Da kommt ein N26er oder die kurze Millionen Kunden. Deutsche Autoindustrie, wir haben viel über Autobahnen etc. geredet. Die haben die letzten Jahre betrogen, Kartelle gebildet und verkaufen trotzdem weniger Autos. Das heißt, man sieht sehr viele gewachsene Industrien, haben Probleme mit ihren jetzigen Geschäftsmodellen und wir als Kunden und vor allem nachwachsende Kunden wollen andere Geschäftsmodelle haben. Und eines ist ganz klar, wir sind nicht nachhaltig unterwegs mit dem CO2-Thema. Wir sehen jetzt da, ich zeige nur ganz kurz hin, da 1950 und wir sind jetzt heute da. Das heißt, der menschgemachte Klimawandel, ich will jetzt nicht viel darüber diskutieren, es ist zum Glück, glaube ich, ein Klimaforscher da, der was Gegenseitiges sagen könnte oder kein Right-Wing-Ding. Wir müssen was tun. Die Erde reagiert. Es gibt teilweise Forschungen, was heißt, wir haben jetzt nur 10 Jahre Zeit, bis die ersten Tipping-Points kommen. Andere sagen, wir haben 20 Jahre Zeit. Andere sagen, es ist sowieso schon alles vergeben, vergessen. Wir müssen einfach was tun und wir werden etwas tun. Ein Faktor, und der ist mir ganz wichtig, wenn wir von diesem Ganzen, wir wollen eine bessere Umwelt etc. weggehen, bringen wir es runter wieder auf Zahlen, Daten, Fakten. Eine Kilowattstunde aus Photovoltaik erzeugt Energie kostet 3 US-Dollar Cent aktuell und wenn ich das gleiche Äquivalent an Energie mit Benzin erzeugen möchte, zahle ich 5 Cent. Das heißt, es ist heute schon finanziell nachteilig, quasi so viele fossile Energieträger zu verschwenden im Sinne von CO2-Neutralität.
Das muss man sich einmal vorstellen. Normalerweise reagiert der Markt ja sehr schnell und geht immer aufs günstigste Produkt dahinter etc. Da gibt es natürlich noch andere Mechanismen. Du hast ja aber alles eingerechnet. Also von Produktion über Transport und Entsorgung und alles. Da ist beim Benzin nicht eingerechnet, dass das ja nur einen Dreck macht beim Verbrennen. Das Erzeugen der Energie ist eingerechnet, aber quasi die Energie macht ja keinen Schmutz mehr. Wenn ich die Energie verbrenne, dann kosten wir dann nicht mehr. Ja. Die 3 Cent, die hast du quasi bei den öffentlichen Ausschreibungen gesehen. Das heißt, da ist einfach ausgeschrieben worden, liefert es mal 100 Megawatt, ja, und völlig irrelevant was für Technologie. Und dann haben Solarkraftwerke gewonnen. Oder Windkraftwerke gewonnen. Das kostet im Prinzip, wenn du bei der ÖV kaufst. Ob du jetzt einen Solarstrom kaufst, kostet 3 Cent, sonst kostet du 5 Cent. Das ist der Sprit. Ne? Okay, das heißt, das ist der Endpreis für Großabnehmer. Genau. Okay. Was einem Marktpreis entspricht. Gell? Man muss ja ganz klar sagen, wir Konsumenten zahlen keinen Marktpreis im Strom, weil wir zahlen irgendwie so ein Mischding etc. Ja? Also das Premium für unsere Landesenergieversorger. Also auch das, es ist nicht nur, dass wir sagen, okay, wir wollen mal eine bessere Luft haben, das kann man ja irgendwie hin tun. Nein, Zahlen, Daten, Fakten sagen, es wäre besser wirtschaftlich gesehen, wenn wir umstellen würden. Jetzt gibt es aber Mechanismen auf der Welt, die kennen wir alle. Teilweise gibt es das in Konzernen, wo Leute sagen, wir lutschen ein Ding bis zum Schluss aus. Das ist teilweise verständlich, weil so schwer her, weil sie auf ihre Stakeholder schauen müssen, weil sie auf den Aktienpreis schauen müssen. Es gibt hunderte Gründe, es gibt regulatorische Gründe. Wir haben heute über den Regulator gesprochen. Im Strommarkt ist der Regulator dabei noch ein bisschen ein Hemmschuh, ja? An dem wir uns noch reiben, damit wir neue Abrechnungsmethoden durchbekommen. Aber es gibt jedenfalls regulatorische, politische und auch Marktgründe, warum das noch nicht so ist. Wir sehen aber, es ist jetzt schon billiger und wir wissen auch, genauso wie die Computer, ich glaube alle halbe, eineinhalb Jahre sich verdoppelt die Geschwindigkeit der Prozessoren, so nimmt im gleichen, in einem ähnlichen Verhältnis, nehmen die Kosten für Photovoltaikanlagen natürlich ab und gleichzeitig steigt die Effizienz. Das heißt, der Preis da, und das ist etwas, was ich schon 2017 von einem Schweizer Universitätsprofessor am Event Horizon gesehen habe, der Erzeugungspreis von Strom geht gegen Null. Es bleiben am Ende des Tages nur noch Netznutzungskosten oder Infrastrukturkosten über. Ja? Die Sonne scheint zum Glück immer oder fast immer und gratis. Und wenn man mit der neuen Technologie, mit neueren Technologien, mit neuen Panels nachkommen, wird der Erzeugungspreis gegen Null sinken. Wir haben nur mehr Netznutzungskosten, die wir haben. Batteriekosten. Das einem Energieversorger zu sagen, der jetzt gerade ein Kraftwerk in Graz baut hat, ist natürlich schwer. Muss man auch gerade sagen, weil dann muss ich das eigentlich schön rechnen, dass das die nächsten 80 Jahre noch Gewinn abwirft. Ja. Da war ich schon. Ich habe gesagt, es ist nicht nachhaltig, was wir machen aktuell, es ist auch finanziell nicht nachhaltig und das, obwohl es die Energien schon gibt, die Technologien schon gibt. Wir haben Energielagergeschichten, auch die werden täglich, minütlich, stündlich besser eigentlich. Ja. Wir haben erneuerbare Energien, wir haben E-Mobilität, die ansteigt, 60% mehr E-Mobilität jedes Jahr. Wir haben Sharing-Geschichten, die nachkommen, ist auch ein ganz großes Thema für uns natürlich, weil es ist extrem wenig nachhaltig, so viele Autos zu verkaufen, alle stehen zu lassen, verkaufen wir lieber weniger, machen wir eine Flotte, genießen das Autofahren handsfree. Also es gibt viel vernünftigere Wege eigentlich zu wirtschaften und zu leben, als wir es heute tun. Warum jetzt aber Blockchain? Der Blockchain ist nicht immer das Beste, um Gottes Willen. Vor allem, wenn ich es intern in meiner Firma mache, dann wäre es vielleicht besser, ich nehme nur eine Datenbank. Es ist dann ja auch eine Datenbank in dem Sinn, aber viele Sachen werden auch von großen Beratungsunternehmen, wie wir wissen, für ein internes Blockchain-Lösungen verkauft, was es einfach heutzutage auch ein Hype gibt. Ja. Und ich sage, Ernest und Young, wer auch immer, wie sie alle heißen, die müssen auch Geld verdienen und die können halt heute mit Blockchain-Projekten, die sie intern in großen Firmen abwickeln, relativ viel Geld verdienen. Ja, ob dann was rauskommt, ist eine andere Geschichte. Warum braucht man Blockchain-Systeme? Blockchain-Systeme braucht man hauptsächlich in der Geschichte, die wir besprochen haben, für Sicherheit, für Transparenz haben wir heute schon gesprochen und für die automatischen Abrechnungen. Das ermöglicht uns neue Geschäftsmodelle. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail darüber eingehen, warum und wieso das so ist. Es ist so. Wir haben traditionelle Plattformen, wo man einfach ein Kunde durch mehrere Zahlungsdienstleister, Settlements etc. durchgeschliffen wird, bis er wieder zum anderen ankommt und da in einem dezentralisierten System bekomme ich den Strom einerseits und zahle in Echtzeit auf der anderen Seite.
Ja, das ist ja was, was wir vorgestellt haben. Also wir waren weltweit die Ersten, die ein Elektroauto auf einer Bühne, ein Elektroauto über eine Blockchain 100% automatisiert geladen haben. Das heißt, das haben wir mit der Firma Isling zusammen gemacht, also das Auto auf die Bühne gefahren, von unten ist Induktionsplatte hochgekommen. Im Auto war eine Wallet, die mit unserem ARTIS-Netzwerk verbunden ist, und da haben wir mit einem Stablecoin, den wir uns von Ethereum geholt haben, aber dazu ein bisschen später, abgerechnet. Das ist ein sehr sophisticated System, das auch wirklich schon funktioniert, das, wo wir weltweit die Ersten waren. Haben wir im Rahmen der Mission Innovation, glaube ich, war das vorgestellt. Ja, da ganz kurz zum Stromthema. Wir sind ja jetzt, bleiben wir in Graz, wir haben ein Kraftwerk in der Mitte und von dort geht es über die Trafos weiter und da wird der ganze Strom zentral erzeugt und wir gehen alle bei den einen Kunden. Zukünftige Stromerzeugung über Photovoltaik passiert nicht, dass wir dann ein Riesenfeld haben, sondern wir werden anfangen, die Dächer zu nutzen, unsere Vorgärten zu nutzen, unsere Autos, was auch immer zu nutzen. Ja. Und dann geht es in die Richtung Smart Grids, Microgrids, Energie-Communities. Ja. Nicht wir alle kaufen jetzt bei der Energie Steiermark, sondern jeder von uns, der ein Photovoltaik-Dingerl am Haus hat, wie auch immer, der kauft vom anderen und wir schicken direkt den Strom hin und her. Also nicht von oben nach runter zu den Häusern, sondern wir können intern verschicken, intern abrechnen. Und dazu brauchen wir Blockchain, die Sicherheit, transparent und für die Abrechnung sorgt. Ja. Das sind Systeme, die wir heute noch nicht haben und die heute noch nicht vernünftig funktionieren oder auch nicht skalieren können. Das heißt, wir können mit diesen heutigen Systemen, die wir haben, wenn wir es dezentralisieren würden, die Abrechnung nicht schaffen. Zu viele kleine Abrechnungen sind nicht abbildbar, ist zu teuer. Ja, warum braucht es ARTIS da so? Blockchains gibt es wie Sand am Meer, 2500 Token gibt es am Meer etc. Es gibt die Ethereum-Blockchain, die jeder kennt. Warum braucht es ARTIS? Einerseits braucht es, um CO2-neutrales Wirtschaften abzubilden, eine extrem energieeffiziente Blockchain. Und ARTIS ist mit dem neuen Konsensmechanismus, den wir mit dem ersten Quartal bekommen werden, eine der, wenn nicht die energieeffizienteste Blockchain der Welt. Wir haben dann auch noch ein paar Vergleiche, wo man sagt, okay, was verbraucht ARTIS im Vollausfall, was verbraucht Visa, wo sind wir bei Bitcoin, damit wir mal schauen können, wie vergleichen wir auch mit Menschen, also mit Firmen, die heute schon da sind. Ein ganz wichtiger Teil im Blockchain-Bereich ist, wie viel Skalierbarkeit, wie viele Transaktionen pro Sekunde bringe ich jetzt wirklich auf der Blockchain unter, weil wir nicht alles auf der Blockchain speichern müssen etc., sind wir da bei 1000 Transaktionen pro Sekunde und im White Paper geht es sogar bis 10.000 Transaktionen pro Sekunde raus. Das heißt, wir sind da im Bereich, wo wir mit einem Visa-Netzwerk, mit einem globalen Zahldienstleister mithalten können, darüber hinausgehen können und aber viel energieeffizienter sind. Ein wichtiger Faktor ist, wie gesagt, ARTIS ist eine eigenständige Blockchain. Ja, aber ich habe vorher gesagt, wir haben uns von Ethereum und Stablecoin genommen, der auf ARTIS ist. Wir sind erstens einmal 100% compliant mit Ethereum. Das heißt, alles, was auf Ethereum funktioniert, im Sinne von Smart Contracts etc., wir verwenden die gleiche Programmiersprache, die gleiche Sprache. Das heißt, alles, was auf Ethereum funktioniert, funktioniert sehr einfach mit minimalen Änderungen auch auf ARTIS. Ethereum wäre aber für viele Anwendungen, wenn ich jetzt direkt vergleiche, in dem Setup zu langsam und zu teuer. Ja. Ethereum ist aber traumhaft, aber dazu glaube ich, habe ich nachher noch eine Folie. Ich gehe nachher auf das, warum und wie wir uns den Coin geholt haben, nachher noch einmal dazu. Da habe ich eine Folie, die das besser zeigt. Was kann ARTIS noch besser als andere Blockchains oder warum glauben wir, dass ARTIS in dem Bereich, es geht nicht immer um besser als andere zu sein, sondern es geht darum, wir sind für den Bereich, wo es Sharing Economy geht, wo es Stromabrechnung geht, wo es PV-Abrechnung geht, sind wir mit dem Netzwerk, mit dem, was es kann, einfach maßgeschneidert. Ja? Wir brauchen schnelle Transaktionen, wir brauchen energieeffiziente Transaktionen und wir brauchen Finalität in Realtime. Auch das bringt der neue Konsensmechanismus, den wir haben. Für alle, die jetzt coden können und sich softwaretechnisch ausschauen, wir haben ein super Repo und die Techniker nachher, ich versuche das einfach so ein bisschen im oberflächlichen Ding runterbringen. Zero Fees, wir haben gesagt... Für welche Firmen bietet es denn das schon an? Entschuldigung? Für welche Firmen bietet ihr das schon an, Stromabrechnungen? Aktuell noch gar niemanden. Wir haben eine FFG-Förderung, aber vielleicht da auch später dazu noch. Wir haben ein Förderprojekt im Burgenland abgerechnet, wo wir mal gezeigt haben, wie es geht und dass es geht. Und das ist eigentlich auch der Weg, wie man weiterkommt. Ja, also man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir können jetzt für 100.000 was anbieten, das ohne dies nicht. Das ARTIS, wie ich es eingangs gesagt habe, noch einmal ist quasi die... Wie viele Kundenanzahl geht denn da? Also was ist denn da die höchste? Ist das
offen, nach oben? Nach oben offen. Nach oben. Es geht um Artis, ist ja dieses Netzwerk quasi, und jemand, der jetzt Photovoltaik-Abrechnungen machen könnte, wir haben zum Beispiel in Wiener Firma eFriends getroffen etc., die könnten jetzt quasi ihre Applikation auf Artis aufbauen und damit quasi ihre Applikation besser skalierbar machen zu können, mit ihren Kosten runterzukommen, leichter mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, dass man quasi bestehende Systeme, die jetzt in Datenbanken sind oder Systeme, die noch gar nicht da sind, neu auf den Markt bringt, und da ist Artis die Infrastruktur dafür. Es baut jetzt noch Public-Blockchain quasi auf, also auf Ethereum. Artis ist ein Public-Blockchain. Wir sind bei 100% Public-Blockchain, haben den gleichen Basis. Also es baut in dem Sinn nicht auf. Es ist wie Ethereum eine andere Blockchain, die mit Ethereum aber gut kommunizieren kann, weil es die gleiche Codebase ist. Also man greift auf alle Nodes zu, die halt Ethereum. Nein, das nicht. Es sind wirklich zwei verschiedene Broschüren. Du bist Ethereum, ich bin Artis. Ja. Aber wir können miteinander reden, wir können diesen Smart Contract, diesen Stablecoin austauschen zum Beispiel. Ja? Okay. Über Brücken. Über eine Brücke, aber ich habe nachher noch eine Folie, wo wir dann dazukommen, wie das quasi zusammengeschaltet ist, wo dann auch Minerva ins Spiel kommt. Das ist ein bisschen eine komplizierte Sache, ich habe mich aber schon zweimal verhaspelt, weil ich bei falschen Folien darüber gesprochen habe, es tut mir leid. Wir kommen dazu. Einen Punkt, den hat der Thomas vorher kurz angefangen, wer Lust und Spaß hat, das auszubilden, schaut auf minerva.cash. Das ist ein ganz einfacher Weg, eine webbasierende Wallet, die ihr auch sichern könnt. Da können wir euch nachher die ersten ATS schicken. Da geht es einfach darum, wir wollen Mittel und Wege schaffen, dass man möglichst einfach mit einer Blockchain interagieren kann. Einfach einerseits und andererseits auch sichern. Da kommt ein Projekt zusammen, wenn Sie auch da in Easy Access reinnehmen möchte. Die Kollegen haben einen Hackathon gewonnen von der Firma Infineon. Und mittlerweile entwickelt das Lab 10 zusammen mit der Infineon eine NFC-Karte mit einem Chip drauf, der Private Key ist für die Leute. Das heißt, wir sind gerade dabei, mit der Infineon diesen Chip zu entwickeln, wo die Infineon quasi, von der Infineon kommt die Chip-Kompetenz, von uns kommt die Blockchain-Kompetenz, zusammen wird also erstmalig ein Chip gemacht, wo ein Private Key auf dem Chip nachher generiert wird, dezentral dort gespeichert wird und man mit dieser Karte dann bezahlen kann. Ich hoffe, wir haben bei der Pause gar irgendwo. Ich gebe es einfach einmal herum, 1, 2, 3, ihr könnt das einfach einmal, so werden dann die Designs so ungefähr ausschauen. Das ist etwas, wo wir uns vorstellen können, dass die Leute viel einfacher dann in Zukunft mit einer Blockchain interagieren können, wenn sie eine Karte haben. Stellt euch vor, ihr steht irgendwie beim Ladezonen, ihr müsst ein E-Auto laden, ihr müsst was bezahlen, ihr müsst was tun, ihr müsst eine Karte hinhalten. Zack, danke. Das wird gerade mit der Infineon. Jetzt sind wir endlich bei der Folie, wo ich hin wollte, weil wir jetzt einfach einmal über das Technische ein bisschen sprechen können. Wir haben Ethereum hier. Wir haben das da als Layer 1 bezeichnet. Man könnte Artis entweder drüber oder daneben sehen. Ethereum gibt uns was. Ethereum ist was. Ethereum ist die größte Smart Contract-fähige Blockchain der Welt. Da ist unglaublich viel Geld drinnen gespeichert in dieser Ethereum-Blockchain, in verschiedenen Smart Contracts, in Coins etc. Da geht wahnsinnig viel Entwicklung drauf, das ist einfach ein unglaublich sicheres Ding, ein Safe Haven. Ja. Was ist Ethereum allerdings nicht aktuell? Es ist nicht besonders skalierbar und es ist nicht besonders günstig. Das heißt, jetzt auf Ethereum Massadaptionen, wenn ein zweites Crypto-Kitties kommt, dann wird es wieder teuer. Das heißt, Ethereum ist quasi teilweise für Applikationen, die jetzt sehr viele Transaktionen brauchen, sehr viele Nutzer haben, nicht der beste Weg zu gehen. Wir sind jetzt Artis, nehmen wir es da als Layer 2, wir sind über eine Brücke, eine sogenannte Bridge, mit Ethereum verbunden. Das heißt, ich kann aus ERC20 Tokens sehr leicht ATS20 Tokens machen. Und diese ATS20 Tokens kann ich dann auf der Artis Blockchain benutzen. Ich kann Stablecoins, die auf Ethereum drauf sind, ist jedem bekannt, was ein Stablecoin ist? Ich glaube ja. Das ist ein wertstabiler, ein zu einer Währung wertstabiler Coin. Da gibt es zum Beispiel den DAI. Wir haben für unser Laden, wir haben auf dieser Blockchain haben wir alles geladen. Da haben wir dieses E-Auto geladen. Wir haben aber davor dem Ladevorgang über eine Brücke einen Stablecoin darauf geholt. Der wird dabei da unten eingesperrt in einem Kontrakt, dass er nicht rausgenommen werden kann. Dort oben kann ich mit dem Stablecoin wirtschaften. Da ist das abgerechnet worden und ich könnte ihn dann da wieder tauschen. Das heißt, Ethereum ist quasi eine Art Basislayer, ein Sicherheitslayer und Ethereum
wirklich in dem Sinn ist quasi der Decentralized Finance Layer, wo Exchanges drauf sind, Stablecoins drauf sind, da brauche ich dieses Ethereum-Netzwerk. Ja. Und welcher Stablecoin ist das? Oder wird der skaliert? Der DAI war das. Achso, okay. Den haben wir genommen. Das ist eh der bekannteste, größte Ethereum-backed Stablecoin. Mit dem haben wir das Ganze gemacht. Es sind ca. 100 Millionen momentan drin. Das ist dieses Ding. Und jetzt sind wir immer noch, jetzt sind wir da auf einer reinen Netzwerkebene, wir sind da auf einer reinen Netzwerkebene, ja. Da kommt erst der User in Verbindung jetzt, mit der Minerva-App. Weil, wie interagieren wir alle mit Blockchains etc.? Wir haben einerseits die Karten, die brauche ich dann aber wieder bitte. Was einsammeln? Da haben wir ein Auge drauf, ich hoffe, sie gefallen euch. Da gibt es jetzt zum Beispiel Minerva.cash online. Es wird eine Minerva-App geben. Es gibt sie noch nicht, aber wir sind im Produzieren. Es wird diese Karten geben. Das heißt, wir schaffen jetzt schon verschiedene Möglichkeiten, wie alle möglichen Menschen möglichst einfach dann mit Artis in Verbindung gehen können. Da geht es auch in Richtung Ideen mit dem österreichischen Handel, mit der Infineon etc., aber da möchte ich jetzt nicht zu vorgreifen. Und aufbauend auf diesen Geschichten, ja, Ethereum macht mal anders, Artis haben wir gemacht, wird jetzt dezentral gemacht, Minerva kommt von uns, kommen jetzt andere Betreiber, die diese ganze Infrastruktur nutzen und auf der Infrastruktur zum Beispiel irgendwelche E-Mobility-Use-Cases programmieren. Ein Carsharing programmieren zum Beispiel. Was braucht es, um so eine Infrastruktur am Leben zu halten? Was sind da so, gibt es da so, was braucht man da? Die Infrastruktur wird dabei durch Proof of Work am Leben gehalten, weltweit etc. Die Infrastruktur wird zurzeit über ein Permissions Proof of Authority und Proof of Stake Mechanismus abgesichert. Da sind wir aber jetzt gerade dabei, das Ganze dezentral zu machen. Ja? Das ist da, Pressemitteilung ist quasi eh schon raus und ist schon online, da arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit einem AID zusammen, die jetzt einen Knoten betreiben. Mit der Confinity, die am Blog ich bin jetzt gerade schon weit durchgelesen, aber wir merken unsere österreichischen Partner noch. Weißt du, Füße, genau. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen ganz einfach mit Instituten, jetzt nicht mit Leuten, die schnell rein und schnell raus, ja. diese Masternote-Dinger, also schnell Cash rein, Cash raus. Uns geht es darum, wirklich einmal nachhaltig, langfristige Infrastruktur aufzubauen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mobile Devices da nutzen möchte, mit Wallets, mit einer App dazu und das quasi auch dann in Amerika funktionieren soll oder so. Also ja, an quasi dort, wo du einen Internetzugang hast, funktioniert es. Mhm. Ja. Okay. Ja. Also es ist eine Public Blockchain, die ist accessible, wo Internet ist. Nein, man würde nur verstehen, okay, das eine ist die Infrastruktur, klar, Internet brauche ich, damit das Ganze kommunizieren kann. Mhm. Aber wie kann ich jetzt, sage ich mal, die Lösung an sich irgendwie sicherstellen und attraktiv machen für jetzt der Consumer, dass die das verwenden und auch für Firmen, dass die das verwenden und denen halt, was weiß ich, so Bequemlichkeitstools wie Reporte erstellen oder sowas. Das ist so ein bisschen, wo ich mir gerade denke, das ist im Endeffekt das, was aufgebaut werden muss. Ja, genau. Ich erkläre jetzt wirklich gerade die Basis, die wir machen oder gemacht haben. Ja. Und deswegen ist es also schön, dass wir uns letzte Woche kennengelernt haben. Weil hätten wir uns vor anderthalb Jahren kennengelernt, hätten wir die Basis nicht und hätten wir anderthalb Jahre lang irgendwie E-Mail-Kontakt gehabt und sagen, ja, schauen wir und vielleicht etc. Ja. Jetzt ist es soweit, dass wir uns im Endeffekt wirklich zusammensetzen können, schauen, wo sind Painpoints von euch, wo sind Sachen, die jetzt dieses Netzwerk kann. Und dass man dort langsam einmal zu einem Proof of Concept kommt, wo man wirklich sagt, okay, wir erwirtschaften jetzt gemeinsam einen POC und schauen dann mit den Ergebnissen, die wir haben, wenn wir ein Ergebnis offen so ein POC, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und würden wir dann entweder da machen oder auf dem Testnet, das ist auch immer schön, dass man irgendwann rumspielen kann und darauf aufbauen, also der Test, den würden wir natürlich da machen, aber das wäre da ein Projekt von da oben, ja, ein POC. Das ist genauso, wo wir das E-Auto, das Ladenherz halt haben. Oder wo wir Sie vorher gefragt haben, wegen dem Energiehandel, Sonnenwende Plus, FFG gefördertes Projekt, mit dem Energiecluster in Südburgenland, wo wir ihm gezeigt haben, wie man Photovoltaik abrechnen kann, dass man es abrechnen kann, wie es automatisch funktioniert, wie man Crowdfunding dazu machen kann. Mir so dieses gesamte Setup, von dem jetzt eh alle reden. Ja, meist war das so schön, wenn ich ein paar Euro da reingebe und das automatisch abrechnet, mein Geld retour bekomme etc. Da haben wir quasi technisch die Basis gelegt und haben bewiesen, dass es auf unserer Blockchain möglich ist. Das ist der
der Status, in dem wir auch sind. Wir können morgen die Welt retten, um Gottes Willen, aber wir müssen heute anfangen, damit wir sie morgen retten können, ja, damit es weitergeht. Das ist wirklich dieses Ding und das ist auch der Grund, warum ich jetzt die letzten Wochen so viel herumfahre und dieses quasi rudimentär erkläre, dieses Mind-Opening und Vision-Game gebe, dass wir sagen, auf der einen Seite lesen wir jeden Tag von dem Lied, ein paar gehen demonstrieren, ein paar fliegen weniger, ein paar tun etwas. Das sind alles oberflächliche Dinge. Wir müssen anfangen, unsere gesamten Geschäftsprozesse, die wir haben, unsere gesamten, alles, was wir so tun, ja, darauf abzuklopfen, macht das noch Sinn, ist es nachhaltig? Ja? Das ist natürlich firmenintern teilweise schwierig, weil es einfach auch für die Firma intern, für Kraft vielleicht weniger nachhaltig ist, gleich ein neues Modell zu nehmen, als in der Geld verdienen, wenn es nur drei Jahre im alten System ist. Ja? Deswegen sind wir aber auch nicht einmal falsch gefunden. Haben Sie die Automobilisten in Deutschland erlebt? Ja, gut, also politisch. Das ist gleichzeitig die große Gefahr natürlich, dass ein anderer herkommt, der auf Basis einer offenen Software, die einfach so im Internet liegt, da könnte, ich sage oft, da könnte das russische Pickelgesicht-Programmierer, ja, das könnte ein 16-Jähriger machen, theoretisch. Der braucht keine Fragen, der tut es einfach. Ja, also vielleicht auch. Brücke, das Internet ist ja im Prinzip per se ja auch dezentral, aber mit allen möglichen Services, und da sind auch nur ihr Interesse, machen wir es die Leute bequem, dass nicht irgendwie den Hörer rein und dann irgendwelche Nullen und Einsen schicken, sondern wir bieten ihnen die Services an. Und das ist halt genau so Mobility-Services, die dann auf einer Blockchain laufen. Vielleicht ein guter Vergleich da ist, wenn man das Internet heransieht, dann wäre der oberste Layer wäre zum Beispiel eine Webseite. Ja. Dann der, was da als Layer 3 steht, das wäre sowas wie ein Browser. Ja. Und was dann als Layer 2 steht, das ist dann quasi der Internet Service Provider und aber auch das Data Center. Ja? Mhm. Und genau das, ein Internet Service Provider und ein Datencenter, das ersetzt die ATIS-Infrastruktur. Im Vergleich zu einem Internet, Browser, Webseite. Und da hat man natürlich dann, sage ich mal, einen Vorteil, wenn man früh genug mit einem Service beginnt, gut wie jetzt Yahoo oder was auch immer. Also, man kann auch noch einmal kurz vorgehen lassen und so, aber das ist klar. Also, es wird sich, das was wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle wissen im Raum, es werden sich neue Geschäftsmodelle aufnehmen. Es werden neue Geschichten kommen. Die Technik schlaft nicht. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen ATIS, Ethereum und Bitcoin. Ich mag die Folie nicht so sehr gern. Ich zeige es lieber an den anderen Folien, die sind für mich einfacher zu verstehen. Je kleiner der Balken, desto besser. Ganz einfach, nein, wir haben über Energie geredet. Wir sind bei 0,04 Terawatt. Ich tue mir auch schwer mit 0,04 Terawatt. Was ist denn das? Nein, es ist ein Sechstel von Visa. Es ist wesentlich weniger. Und bei Bitcoin reden wir immer davon, dass das so viel Strom ist. Ja, einerseits ist wahnsinnig viel Strom, andererseits ist sehr viel aus dem erneuerbaren Bereich auch dabei und die Banken haben es auch. Ah, 60, Entschuldigung. Ja, also über null vergessen, Schatz. Ja. Wattstunden pro Transaktion. Das sind nicht Terawatt, Wattstunden pro Transaktion. Wattstunden pro Transaktion. Danke vielmals, schon was gelernt. Transaktionskosten. Ja, wunderbar. Wenn man sowas nachweisen kann, jetzt gibt es ja wieder Zertifikate, die aktuell sind. Super. Genauso ich vergleiche. Ich glaube, das ist auch intern, wenn man was irgendwo verkaufen und anschaulich machen möchte. Ja. Auch deswegen auch der Vergleich mit Visa. Transaktionskosten von 0 bis 1 Cent. Ihr kennt es, die Visa-Kosten bis zu 3% oder mehr. Settlement natürlich über Blockchain sofort. Bei Visa zum Beispiel einmal im Monat, gibt verschiedene Geschichten. Bitcoin viel teurer, aus meiner Sicht auch kein Bezahlcoin, kein täglicher Bezahlcoin, aber die Diskussion fangen wir auch nicht an heute. Und wie schnell haben wir gesettelt? Das ist ganz wichtig bei allen wirklichen Anwendungen. Im Verkehr. Im Verkehr. Das ist wirklich ein Thema, also manche Kunden, die verlangen, die geben uns vor, innerhalb von 2 Sekunden, sobald das Auto physisch durchfährt, muss das in 2 Sekunden am Konto registriert werden. Da gibt es dann Leute, die stehen da wirklich mit der Stoppuhr oder Testfahrer gibt es dann auch von der Asfinag, die kontrollieren uns dann. Aber bezahlen ist dann nur nicht. Nein, das ist nur. Das ist ja Zoll. Das ist Zoll, natürlich. Das ist natürlich eine ganz neue Welt. Das ist auch ein schöner Beispiel vielleicht, dass das Ganze ausdrückt. Ja, teilweise.
wissen wir nicht genau, was die Industrie braucht, und teilweise weiß die Industrie noch nicht genau, was wir eigentlich machen, ja, und wo wir tun. Ja. Ja. Jetzt stellen wir das zum Beispiel vor und sagen 4 Sekunden, naja, wir machen es in 2 Sekunden, und dann kommt, naja, wir sind in 4 Sekunden vollkommen gesettelt. Ja. Und der sagt dann was? Wie? In 2 Sekunden muss er wissen, dass der Brief im Postkasten ist, und wir sagen, in 4 Sekunden ist er schon zugestellt. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Das ist dann interessant bei der Interoperability, dass dann alles sofort gesettelt ist in Echtzeit und die Regulierung kann zuschauen, jedes Auto, je nachdem wie weit es fährt, wird es geopfert. Mhm. Ja. Ja, auch eine meiner Lieblingsfolien, die sehr schön zeigt, wie das ganze Ethereum-Ökosystem, Blockchain-Ökosystem etc. Werkt. Die hat das, glaube ich, in Wien ganz am Anfang gesagt. Ja, wo die gesagt haben, wir sind so stolz auf Wien und Wien und Wien und Wien, wo ich gesagt habe, ich bin ja Graz und ich bin stolz, dass wir uns vernetzen. Zumindest von Wien nach Graz schauen. Ja. Aber wir sind noch viel weiter vernetzt. Ja. Wir haben gesagt, das Ethereum als Basisgeschichte in der Mitte und wir haben Artis als Spezialist für CO2-neutrale Anwendungen. Jetzt gibt es aber ganz andere Anwendungen, ob Gaming, ob Lifestyle, ob Speichern von Daten, was man auch immer vorstellen kann. Und für viele davon wäre Ethereum aktuell auch noch zu teuer und oder zu langsam. Jetzt gibt es neben Artis andere Sidechains oder Sisterchains, die jeweils auf ihre Spezialitäten zugespitzt, zu programmiert sind. Ja. Luxor-Netzwerk für Fashion und Lifestyle. Fabian Vogelsteller ist einer der Miterfinder vom ERC20-Standard, ich glaube, den kennt ihr alle. Mit dem arbeiten wir, ich glaube, schon länger zusammen, ist auch ein zukünftiger Knotenbetreiber von Artis. Ocean Protocol, Data Marketplaces etc. Das POA-Netzwerk, ein Spielenetzwerk, ja, die alle interagieren mit uns. Arbeiten mit uns gemeinsam, mit dem POA-Netzwerk zusammen haben wir den Honeybadger-Konsensmechanismus gemacht. Das heißt, wir haben zwei Ethereum-Sidechains gemeinsam einen neuen Konsensmechanismus gemacht und bringen auf einmal ihre Blockchains damit jetzt wirklich in die allerletzte und neueste Generation. Das ist so schön zu sehen, wie da gemeinsam gearbeitet wird, gemeinsam entwickelt wird und jeder sich auf Size auch im Endeffekt spezialisiert. Bring vielleicht noch einen Punkt ein oder so, da weißt du gerade eben das Gemeinsame irgendwie rausstreichst. Das Spannende ist eigentlich auch das, dass wenn du die Dinge komplett im Offenen quasi bearbeitest, also wo eigentlich alle zugreifen können. Wir reden jetzt gerade mit jemandem von Brave, also Brave Browser, der quasi ein Test-Framework gemacht hat, damit er quasi testen kann, wie performant der Honeybadger-Konsens ist. Ja, wo es im Endeffekt hergehst und sagst, schön, dass wir das nicht entwickeln haben müssen. Ja, weil im Prinzip, da hat sich jetzt ein Brave gerade Gedanken gemacht, wie kann man testen, wie performant unsere Technologie ist. Und wir sind einfach nur froh, dass die das gemacht haben. Ja. Das ist irgendwie das Schöne an diesen offenen Systemen, weil eigentlich dann was daherkommt, ohne dass du jetzt gefragt hast. Ja, weil irgendwie, weil es frei verfügbar ist und weil man dann komplett offen diskutiert, irgendwo auf Gitter oder sonstigen offenen Kanälen. Und dann schmeißt sie eben so ein Schwergewicht wie Brave oder so auf einmal auf die Technologie drauf und schreibt dann irgendwie so mit, er versteht überhaupt nicht, warum die anderen nicht so begeistert sind von dem Thema. Also es ist auch wirklich, es ist extrem viel Wissen da draußen, oder es gibt extrem viel Rauschen da draußen. Ja? Das heißt, du tust es schon richtig schwer, irgendwie die Gems zu finden. Ja? Das ist nicht so einfach. Ja, aber ja. Und vor allem das Rauschen wird auch durch viele erzeugt, die den anderen Weg gegangen sind, die 2017 ein PDF verkauft haben und immer noch 2-3 Millionen haben, die rauschen natürlich weiter durch die Werbelandschaft und durch alles. Es ist auch jetzt noch immer schwer, teilweise international PR zu platzieren, zu Themen, die ja wirklich verändert sind. Das ist, dann kommt irgendein Shitcoin daher, da zahlt das eine Bitcoin, dem ist wurscht. Weil er verdient damit 10 Bitcoin. Ja? Also das ist so das Ding. Ist aber überhaupt das Thema eben auch super, dass du das ansprichst. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach eine neue Art, wie gewirtschaftet, gelebt und gedacht wird. Ja? In Zukunft werden einzelne Firmen, nehmen wir Apple jetzt her, die sich komplett einsperren und tun und seinerzeit einmal wirklich das Nonplusultra waren sozusagen. Ich glaube nicht, dass es mehr und mehr über zentrale Systeme so geht, sondern ich glaube, Nonplusultra-Systeme werden sein, die total offen sind
wo die intelligentesten Menschen der Welt gleichzeitig daran arbeiten, weil sie daran arbeiten wollen und gleichzeitig was weiterbringen wollen. Ich glaube, dass da so viel mehr Innovation, so viel mehr Rückkauf drinnen ist, als in geschlossenen Systemen. Ich glaube, das spricht ja das an, was wir in Wien besprochen haben. Wenn ich aus meinem Kasteldenken in Österreich oder in einer Firma heraus gar nicht so offen und breit aufgestellt bin, wie wenn ich jetzt eine weltweite Community habe, die da an einem Problem arbeitet. Das dazu zum Ethereum Ökosystem. Das heißt, wir sind ja die Einzigen, die ja Sidechain sind, die das so nutzen. Das ist quasi State of the Art. So wird es gemacht. Nur so können derzeit Projekte skalieren. Weil auf irgendeiner Gaming-Geschichte auf Ethereum war CryptoKitties, ist gegangen, aber jetzt nicht mehr. Was da vielleicht gut dazu passt, warum alle diese Ethereum selber und diese Sister-Chains, die nutzen quasi dieselbe Programmiersprache, wie dann drauf Smart Contracts programmiert werden. Das heißt, da krebsen, ich glaube, früher mal es gab 10.000, ich glaube, jetzt sind schon wesentlich höhere Zahlen von Entwicklern, die diese Programmiersprache beherrschen, weltweit herum. Und alles, was die entwickeln, kann man auf jeder dieser Chains launchen. Ja. Das heißt, Projekte, die keine Ahnung davon gehabt haben, dass Artis jetzt da bald kommt und so performant ist, die können sich instant umentscheiden und sagen, toll, wir launchen unser Produkt da drauf. Und die kommen auch schon zwei Jahre dran. Und die Freiheit gibt sie dann, weil man halt frei wählen kann. Und das fördert natürlich auch den Wettbewerb. Und es stehen dann wieder Lösungen, die Leute wirklich brauchen und nicht nur, weil es bequem sind. Ne? Das ist das neue Denken, das neue Wirtschaften, das neue Tun. Das ist unsere DNA in dem Fall. Ja? Ja. Als Left Hand. Ganz klar. Ich erspare euch, die Sachen zu machen. Artist-Targets, wir sind in einem boomenden Markt, auch das haben wir mehrfach besprochen. Ich gehe jetzt über die Folien einfach ein bisschen brutal drüber. Es ist nicht nur in Europa so, sondern auch da. Was haben wir jetzt gemacht? Was können wir machen auf Artist? Wir haben jetzt immer nur über dieses Netzwerk und das Mittelding geredet. Was haben wir bis jetzt gemacht und was kann man überhaupt machen? Eine Geschichte, die da ganz am Anfang steht, die haben wir noch nicht gemacht, die ist, da sind wir gerade im Proof-of-Concept-Bereich, oder ist dabei, einen Proof-of-Concept zu machen, nennt sich One Earth Zero Carbon Fund. Hat den einfachen Hintergrund als das, wenn wir alle, jeder von uns 1 Euro pro Tag in die Hand nehmen würde und in erneuerbare Energien investieren würde, dann hätten wir die Energiewende in Windeseile geschafft. Jeder Österreicher oder jeder Europäer 1 Euro am Tag. Da kommt ein wahnsinniges Geld zusammen. Das ist nur eingesetzt in erneuerbare Geschichten, haben wir so einen Investitionsdruck, dass wir in kürzester Zeit dort sind. Wir wollen mit dem Fonds genau in diese Richtung gehen. Ja. Österreicher oder jeder soll seinen CO2-Abdruck absetzen können, er soll erwerten können, es soll eine Crowdfunding-Geschichte möglich werden. Gemeinsames Investieren in PV-Anlagen, gemeinsame Abrechnungen, kommt dann auch eine kleine Folie. Also all das, was wir eigentlich besprochen haben, auch jetzt als Proof of Concept dann im ersten Quartal auf Artis. Im Bereich Energie-Communities habe ich schon kurz über das FFG-geförderte Projekt Sonnenwende Plus gesprochen. Auch da haben wir bewiesen, dass es geht und wie es geht. Da kommt es dann darauf hin, dass man dann mit irgendeinem Energiebetreiber aus in verschiedenen Behandlungen, dass man schaut, okay, wie machen wir auf dem Proof of Concept jetzt dann wirklich eine Modellregion, wo kann man uns das vorstellen und einsetzen. Im Bereich E-Mobility habe ich schon gesagt, Islink, das vollautomatische Laden von dem Auto zum Beispiel. Da gibt es verschiedenste Projekte, die man da andenken kann, Sharing, Communities, all das Ganze. Überall arbeiten wir mit namhaften großen Partnern zusammen. Das ist natürlich auch der Vorteil, dass wir fertige Technik haben und nicht ein Whitepaper etc. Das heißt, wir sind überall in diesen Firmen mit den Leuten gemeinsam, mit Startups, mit großen Firmen, Siemens, Infineon, wie sie alle heißen, in verschiedensten Konzeptionen und verschiedensten Stufen dabei. Ich war dann letzte Woche, glaube ich, wir haben die Woche 3 Termine von Menschen, die letzte Woche getroffen haben. Die einen wollten einen Wald vermessen und der nächste hat ein System, wo man Parkplätze weitergibt. Also die Bandbreite an Applikationen, die jetzt im Bereich CO2-Neutralität reingehen, ist riesig. Und alles, was jetzt von Null auf Anfang sucht, natürlich die neueste Technologie. Alles, was schon am Markt ist, schaut einmal. Ist klar. Jetzt mit den Tankstellen dann nur der Spar. Also nur Spar. Das Projekt ist quasi im Anlaufen. Es schaut so aus, dass quasi zusammen, also Renault hat ja Fahrzeuge, die bidirektional ladbar sind, also wo du quasi auch die Batterie als Speicher verwenden kannst. Ja. Islink hat eben diese Möglichkeit, dass du automatisch die Fahrzeuge ladest und jetzt quasi bringen wir den Blockchain-Partner dazu, dass du quasi dann
hergehen kannst und sagst, du fährst zum Spar hin, kannst du den laden und dann stellt sich natürlich die Frage, was ich, kriegst du einen Gutschein oder irgend sowas, dass du im Spar bis billiger einkaufen kannst oder quasi musst du irgendwie was zahlen, kriegst du irgendwas, wenn du deine Batterie zur Verfügung stößt, dass da quasi was reingeladen werden kann, weil das Netz gerade überlastet wird und was so Geschichten. Also das spielt quasi in dem Forschungsprojekt, in dem ISEN da rein. Das läuft aber nur mit Spar, also nicht mit der Konkurrenz mit der Regelkonzern. Nein, es läuft mit Spar. Ja. Also du brauchst immer einen Partner oder so und, ja, und Spar hat gesagt, ja, sie sind dabei. Mhm. Ja. Der Fonds ganz kurz. Wir haben dann quasi den Investor, der würde was investieren über einen Smart Contract, geht es automatisch zum Operator, der baut das auf. Es kommt dann, ich könnte es aber eigentlich so ein bisschen machen. Ja. Kreislaufwirtschaft. Einer kauft ein, einer stellt auf, einer konsumiert oder produziert und alles läuft automatisch in einem Ding über Knopfdrücken am Computer. Die braucht man keine Sorgen machen. Milestones. Ja, wie gesagt, uns gibt es seit 2017. Das Wichtigste ist, die Blockchain rennt seit einem Jahr. Es wird dabei, wie gesagt, von 10 Knoten im POS in POA abgesichert. Wir haben im Mai mit dem POA-Netzwerk die Partnerschaft gemacht, haben den neuen Honeybadger-Konsensmechanismus programmiert, der wie gesagt also von vielen in der Industrie schon sehr gelobt worden ist. Wir werden die ersten Blockchains sein, die den einsetzen und somit die schnellsten und energieeffizientesten Blockchains der Welt sein. Das ganze Upgrade findet jetzt im Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres ab. Das heißt, dann können über 50 Knoten betrieben werden. Es kann jeder einen Knoten betreiben, der genug Coins hat. Das heißt, es wird ein komplett permissionless System. Es können Leute, die zu wenig Coins haben, einen ganzen Knoten zu haben, über ganz einfach, wieder einfache Drucker auf einer Homepage, ihre Coins zu anderen Coins dazu tun und gemeinsam einen Knoten abbilden, um da ein paar Rewards zu bekommen. Das ist das, was technisch jetzt passiert, auf Basislevel, der One Earth Zero Carbon Proof of Concept, das wird aufgestellt. Wir arbeiten nebenher mit, was wir da jetzt draufpackt haben, mit verschiedensten Firmen in Gesprächen über Proof of Concepts und andere Geschichten. Im Q2 kommen die Minerva Cards mit der Infineon gemeinsam. Da gibt es eine Überlegung, mit dem österreichischen Handel was zu machen. Und im Q3 planen wir einen in Richtung IEO zu gehen, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja? Nein, Q2, der IEO, der Public Sale quasi. Wir sind jetzt gerade in einer Phase des Private Sales, das heißt, wir onboarden jetzt, wie ich vorher gesagt habe, also Firmen, Gleichgesinnte, die Knoten betreiben wollen, die investieren einerseits und andererseits Knoten betreiben wollen. Und sind da aber dabei ein bisschen bedacht darauf, Menschen und Entitäten, Firmen und Vereine zu finden, die das eben nicht als reinen Investment Case im Sinne von einem halben Jahr sehen, sondern die langfristig eine neue Infrastruktur aufbauen wollen und daran dann auch nachhaltig profitieren wollen, weil auch das ist ganz klar, ja. Die Preise, die man jetzt in einem Private Sale haben, sind dann in einem Public Sale schon dreifach bis vierfach so hoch und wenn dann die Blockchain, wenn man von dem Proof of Concept dann wirklich dorthin kommt, dass man Decentralized Applications drauf hat, dann steigt der Netzwerk weg. Wert natürlich. Aber das ist so ein bisschen der Ausblick in die Richtung. Da geht es jetzt ins Staking. Ich glaube, das weiß nicht, was ich noch zum Staking sagen soll oder ob du dann übernimmst. Wir haben Staking Rewards zwischen 16% und 2%, je nachdem wie viele Knotenbetreiber da sind, aber das schauen wir uns dann vielleicht im Detail an, wenn es Richtung Staking geht. Wie viel braucht man? Man braucht 750.000 ATS, kosten zurzeit 15.000 Euro, gibt einen ATS-Preis von 2 Cent und wir planen mit einem mehr als dreimal so hohen Wert dann quasi in den Public Sale zu gehen nächstes Jahr. Ja, neben mir und dem Thomas gibt es noch ein paar andere, der Dietmar Hofer, unser CTO, die Sandra, die sich um die Finanzen kümmert. Der David Forstenlechner, das ist der mit den POA-Leuten zusammen den Honeybadger-Konsensmechanismus entwickelt haben.
Robert hat mit Minerva zu tun und der Tamasch ist der Community Lead. Ich bin derjenige, wie schon gesagt, der Laute, das überall hinschicken, der überall Kontakte redet, macht, Erstkontakte herstellt und aufwirbelt und macht und alles, was dann wirklich ein bisschen substanzieller wird, muss dann da herkommen oder wir kommen irgendwo hin. Da kann man dann auch ein bisschen technisch sprechen. Das ist der Vorteil bei einer Genossenschaft von über 40 Leuten, jeder macht das, was er kann. Ja? Unser Anwalt braucht nicht programmieren und unser Programmierer braucht nicht reden und ich brauche nicht programmieren. Deswegen muss das für mich auf einen Knopfdruck funktionieren. Also ich bin da technisch der dahingehend. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist ein schöner Satz, den was ich jetzt nicht auf Englisch durchlesen muss. Im Endeffekt sind wir von einem Energiethema gekommen, von einem Klimathema gekommen. Ja. Worst-Case-Szenario, das wir hätten, wenn dieser Klimanotstand als ein Hoax war, ja, ein Betrug war und wir alle reingefallen sind. Worst-Case-Szenario ist, wir haben saubere Flüsse und eine saubere Luft, aber wir sterben. Also in dem Sinn, das ist schon auszahlen, aufs Klima zu schauen, gleichzeitig neue Geschäftsmodelle zu machen. Und ja, that's it. Let's co-create a zero carbon society. Das ist unser Claim. Wir suchen aktiv Leute, die mit uns an neuen Modellen arbeiten wollen, was weiterbringen wollen. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. So, eventuell im Fragebereich halten wir kurz, hätte ich gesagt. Ansonsten, also überziehen wir ein bisschen. Kurze Frage natürlich, ja. Unbedingt sowieso. Im Moment ist Proof of Work und Proof of Stake und Proof of Authority haben wir jetzt. Und dann geht es ja nachher auch ganz auf Proof of Stake. Korrekt. Und wie sieht es mit den Transaktionskosten dann aus? Gehen die rauf? Nein, also wir vermarkten die Knoten jetzt nicht in Richtung kauft euch Knoten, ihr werdet an Transaktionskosten reich. Nein, die Transaktionskosten sollen niedrig bleiben ohne Ende. In dem Fall sogar so weit, dass wenn das Netzwerk verstopft ist, dass wir unsere Knotenbetreiber anhalten wollen, ein zweites aufzumachen. Das ist aber in Richtung Schad. Da geht es um Netzwerksteigerung, also um die Wertsteigerung im Netzwerk und um die Rendite, die du bekommst in Coins. Ja. Okay. Wir würden also Die Geschwindigkeit in der Transaktion geht die runter dann eventuell. Wenn man von Proof of Authority auf Proof of Stake geht. Nein, sie geht hoch. Sie geht hoch, sozusagen. Sie geht hoch. Wir wechseln quasi von einer 2017-Technologie auf eine 2020-Technologie. Also im Prinzip Honey Badger wird in den meisten Fällen wahrscheinlich 1 Sekunde Transaktions-, also Blockzeit haben. Das ist ein sehr empfehlender Aspekt. Es macht zum Beispiel nur am Block, wenn was braucht wird. Ja. Andere Blockchains kennen das gar nicht. Also und wenn es am Block macht, ist das sofort fertig. Ja? Genau. Und das kann keine Reorgs oder Chain Splits in der Hinsicht geben, weil entweder sind sie alle einig und dann gibt es einen Block, dann brauchst du nie mehr reorganisieren oder die Chain kann sie aufteilen oder sie sind sich nicht einig, dann machen sie keinen Block. Ja? Also ist von der Technologie her wirklich was komplett brandneues und revolutionäres. Also vielleicht für die Techniker oder so jetzt da im Raum, das Spannende ist das, dass du innerhalb von 1 Sekunden einen finalen Block hast, also der nicht mehr geändert werden kann. Und wo er quasi nicht irgendwie so mit später kommen drauf, dass da irgendwie eine Gabel gegeben hat und dann macht man einen Reorg und dann sagen wir, okay, da geht's weiter. Das gibt es nicht. Es gibt quasi nur einen validen Block und der kommt, wenn eine Transaktion reinkommt, wahrscheinlich innerhalb von einer Sekunde ist der final. Okay. Immer wenn ich mit einem Handwerker rede, wenn man sagt, den haben sie über das Tor-Netzwerk laufen lassen und sagen, was wie? Also da gibt es auch viele, die auf das reagieren. Der passt sich zeitlich an. Da ist länger, macht einen Block erst später. Also die Netzwerklatenzen, was so drinnen sind, können andere Konsensalgorithmen nicht abbilden. Beim Honey Badger ist es einfach so, ab dem Zeitpunkt, wenn genügend Unterschriften da sind von den aktuellen Validatoren, ist es ein valider Block. Und wenn es halt länger braucht, weil das Netzwerk langsam ist, weil quasi irgendwie Tor-Netzwerk über Tor-Netzwerk läuft, dann dauert es halt um das länger. Aber im Prinzip entscheidet eigentlich die Blockzeit der langsamste von 2/3 derjenigen, die was unterzeichnen. Ja, das heißt, im Endeffekt, du brauchst 2/3 von allen Validatoren, die was unterschreiben, dass der Block passt. Und der langsamste von die 2/3 definiert, wie lange der Block dauert.
Zwei Drittel plus eins. Ja, zwei Drittel plus eins. Was solche Fragen kann ich dann im nächsten Vortrag auch beantworten. Genau, ja, davon gehen wir immer ganz nervös. Okay, gut, passt. Dankeschön. Ich hoffe, dass noch ein bisschen durchwegs drauf ist. Nichts über den Honeybadger, sondern was über das Thema Staking. Eigentlich nicht, eigentlich über alternative Investmentstrategien. Ja? Weil wir haben ja immer so hochtechnische Vorträge, jetzt haben wir gedacht, ich mache was weniger Technisches. Wobei, ich tue mir oft schwer und rutsche dann schnell ins Technische ab. Also wenn irgendwas unverständlich war, dann bitte nachfragen. Kurz zur Person, ich bin der Helmut Ziedl, ich bin auch Mitbegründer vom Lab 10, habe auch eine eigene Firma, die sich mit IT-Dienstleistungen, vor allem im Blockchain-Bereich beschäftigt. Ich bin seit 2013 im Blockchain-Bereich tätig als Investor und war da relativ erfolgreich, sodass ich mich selbstständig machen konnte. Und schaue aber nicht davor zurück, meine Investmentstrategie vorzustellen. Also prinzipiell das, was ich euch jetzt erkläre, das ist so, wie ich das mache. Gut. Trotz alledem, es gibt immer das Problem, wenn man sagt, ich rede über Investments, dass man sofort in die Schublade geworfen werden kann, Investment-Empfehlungen drum und dran. Deshalb ist das so quasi ein kleiner Disclaimer, es ist keine Investment-Empfehlung und jeder muss sich seine eigenen Gedanken machen und so weiter. Ja? Gut, ich habe gesagt, eine alternative Investmentstrategie. Ja? Und zwar, meine Grundüberlegung ist, ich möchte, wenn ich jetzt schon einmal Early Adopter bin, und das sind wir eigentlich alle ja jetzt noch, von dem langfristig profitieren können. Und nicht nur kurzfristig mit einer Preissteigerung und dann habe ich das verkauft und auf den Kohle gescheffelt und dann ist vorbei. Also ich möchte nicht ein Ödelfass in meinen Boden finden und das dann, wenn die Welt draufkommt, mit Ödel, kann man Geld verdienen und dann sage ich, ich habe da eins, dann verkaufe ich es und dann ist es weg. Ja? Sondern ich hätte gerne eine Ölquelle und eine, die nicht versiegt. Und das ist meine Investmentphilosophie. Ja? Und jetzt erkläre ich euch die Details dazu. Gut, was viele Leute machen, und das sind die was 2013 das erste Mal quasi in den Medien waren, wie ich auf Bitcoin auch aufmerksam geworden bin, 100 Euro, 1000 Euro investiert vor ein paar Jahren, das kaufen sie sich ja aus damit. Ne? Das nenne ich ein One-Hit-Wonder. Das heißt, man hat einmal zum richtigen Zeitpunkt irgendwas billig gekauft, dann hat es eine immense, unglaubliche Wertsteigerung gegeben, dann kann ich das verkaufen und habe einen Haufen Knödel. Ja? Aber ich habe dann keine Bitcoins mehr. Das heißt, deshalb One-Hit-Wonder, weil wenn ich das ausgecashed habe, dann ist es weg. Meine Philosophie, Cryptocurrency Investments als passives Einkommen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja? Es gibt sehr viele verschiedene Cryptocurrencies, da muss man unterteilen, da gibt es welche, die sind Coins und dann gibt es welche, die sind Tokens. In meiner Begriffsauffassung ist ein Token quasi eine Cryptocurrency-Einheit, die auf einer Blockchain draufläuft, aber nicht quasi der Native, der Grundcoin von dieser Blockchain ist. Ja? Und eine Coin ist quasi die Grundwährung von einer Blockchain. Ja? Und eine Blockchain, die muss ja immer gesichert werden irgendwie. Ja? Das ist ja ein dezentraler Mechanismus. Das ist ja ist jetzt nicht Kern dieses Vortrages, die Basis einer Blockchain zu erklären. Aber grundsätzlich muss man sich vorstellen, eine Blockchain muss gesichert werden, dezentral von Knoten. Ja? Und da gibt es verschiedene Technologien, wie das Proof of Work. Also wenn einer einmal Bitcoin erklärt bekommt, dann wird lang und breit über Proof of Work gesprochen. Ich gehe auf das gar nicht ein, weil Bitcoin ist mit dieser Investmentphilosophie nicht kompatibel. Ja? Weil dort muss man minen, um Rewards zu bekommen. Es gibt aber viele andere Cryptocurrencies, wo die Blockchain mit anderen Mechanismen gesichert wird. Mit Proof of Stake, Delegated Proof of Stakes, dann Harvesting, Foraging und so weiter, was meistens nur verschiedene Begriffe sind, um auch eine Proof-of-Stake-ähnliche Konsensmechanik zu beschreiben. Ja?
diesen allen ist gemein, dass sie die Fähigkeit besitzen, dass man mit Coins, die man hat, wenn man einen Knoten betreibt, neue Coins generieren kann. Coins generate Coins. Mit dieser Investmentphilosophie sage ich mir, ich kaufe mir einen Grundstock an Coins, betreibe dann Knoten, je nach den Mechaniken, die bei dieser Coin vorhanden sind, um neue Coins zu erwirtschaften, verkaufe aber meine Grundcoins nicht, betreibe diese Knoten weiter und habe quasi diese Ölquelle nicht versiegt. Weil diese erwirtschafteten Coins kann ich dann verkaufen, ohne quasi meine Generierfähigkeiten zu vermindern. So, Coins Generate Coins, warum gibt es das? Wie schon gesagt, dezentrale Netzwerke benötigen Knotenbetreiber, also die Knotenpunkte dieses dezentralen Netzwerkes betreiben. Oder auch, Masternodes sind so eine Ausnahme, Second Layer Solutions, die da drauflaufen. Da gibt es auch welche, wo man Coins einsetzt, um so einen Knoten betreiben zu können. Und diese können dann bei manchen Blockchain-Lösungen Zusatzservices anbieten. Ja. Die Sicherheit und Verlässlichkeit dezentraler Services ist eben abhängig davon, oder Netzwerk ist davon abhängig, dass man genug Leute hat, die Knoten betreiben, um dieses Netzwerk abzusichern. Ja. Und um das sicherzustellen, dass es genug Knotenbetreiber gibt, gibt es Incentives, also Belohnungen. Und im Bitcoin-Netzwerk zum Beispiel meinen Leute, also die aus dem Hardware laufen, um Blöcke zu finden, und wenn ich meiner Hardware betreibe, brauche ich auch immer einen Knotenpunkt, weil der muss ja dann quasi das in die Blockchain übersetzen, wenn ich einen Block gefunden habe. Und diese Knotenpunkte, die mit der Mining-Hardware interagieren und Blöcke finden, die sichern das Bitcoin-Netzwerk ab. Das ist Proof of Work. Ja. Aber eben diese anderen Netzwerke, die mit Proof of Stake, Delegated Proof of Stake und so weiter abgesichert sind, da benötige ich diese Mining-Hardware nicht. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, dass wenn ich Coins besitze, die ersetzen die Mining-Hardware und die Hash-Rate, so wie es das bei Proof of Work gibt. Ja. Das heißt, je mehr dieser Coins ich besitze, desto höher werden die Chancen sein, dass ich was beitragen kann, um in diesem ein Netzwerk, einen Block zu finden und das Netzwerk abzusichern. Und desto öfters werde ich dann auch belohnt werden dafür. Da gibt es eben jetzt verschiedene Arten. Das Proof of Stake habe ich schon einmal angesprochen. Da hängt eben generell eben die Chance, einen neuen Block zu finden, hängt davon ab, wie viele Coins ich stake. Ja? Beschreibt das alles ein bisschen generell, weil da gibt es dann x Blockchains, die Proof-of-Stake-Mechaniken haben, um gesichert zu werden. Und da gibt es immer leicht unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist so der gröbere Konsens, der passt für alles, um das zu beschreiben. Ja? Wenn man dann ins Detail geht, dann kann man sagen, okay, es gibt manche Blockchains, die sind so aufgesetzt, dass die Rewards, die man bekommt, immer gleich hoch sind, wurscht wie viele Coins ich habe. Aber ich finde halt mehr Blöcke, weil ich mehr Coins habe. Und bei anderen Blockchains ist es halt so, wenn ich mehr Coins habe, dann kriege ich, wenn ich einen Block finde, mehr Rewards. Ja? Nur eine kurze Anmerkung. Für mich ist ein springender Unterschied. Es gibt welche, wo ich immer die Wallet offen haben muss. Aber nicht bei allen. Da ist im ersten Absatz ein Wort unterschrieben. Aktiv, unterstrichen. Ja. Ja. Es gibt auch welche, wo ich nicht aktiv sein muss. Genau, nächster Absatz. Ja. Dann gibt es noch Delegated Proof of Stakes. Dort ist es so, wie delegiert heißt, man übergibt jemand anders quasi da wird es genannt, man überträgt das Vertrauen an einen anderen Knoten. Ja? Man könnte es auch so vorstellen, so wie eine Voting-Mechanik. Ja? Das bedeutet, da gibt es Knotenbetreiber und diese Knotenbetreiber, nur ein gewisses Subset von den Knotenbetreibern wirkt wirklich aktuell an der Blockproduktion mit und verdient Rewards. Und wenn es dann ausgewählt wird, wer aktiver Knoten ist, dann wird es eben zum Teil zufällig, aber zum Teil eben auch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dadurch entschieden, welchen Knoten durch dieses Delegated Proof of Stake von Coin-Besitzern mehr Vertrauen ausgesprochen wird. In dem Fall muss ich selber keinen Knoten betreiben, sondern ich delegiere quasi mein Vertrauen an einen anderen Knoten. Also ich selber brauche
gar nicht einen Knoten, ich kann irgendeine Light Wallet, eine Web Wallet fahren und kann dann über irgendeine webbasierende DApp-Lösung oder so quasi dann einem, je nachdem wie das ausgestaltet ist, im Idealfall kann ich mir so vorstellen, dass ich da Übersicht habe, welche Knoten gibt es und vielleicht sogar noch ein bisschen History, wie oft oder wie stabil läuft er, wie oft war er an der Reward-Verteilung beteiligt und so weiter. Und dann kann ich mir als Coin-Besitzer dann meine eigenen Gedanken machen, was mir vertrauenswürdig erscheint. Oder ich kenne vielleicht auch den Coin-Betreiber, den Knotenbetreiber und dann sage ich, umschaut er, dir vertraue ich und auf deinen Knotenstake hin. Und dann hat er erhöhte Chance, dass er öfters an der Blockproduktion beteiligt ist. Oder es ist mein eigener Knoten und ich stecke noch zusätzlich drauf, um meine Chancen zu pushen. Ja. Gut, das wäre das DBoss-System. Dann gibt es eben noch diese Masternodes, habe ich schon kurz angesprochen. Da ist die berühmteste Blockchain, oder die, das eigentlich erstmalig erfunden hat, ist Dash. Und die Blockchain wird prinzipiell mit einem Proof of Work gesichert. Das heißt, es ist kein Konsensmechanismus, der die Blockchain absichert, sondern Masternodes ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das auf der Blockchain aufbaut, wo spezielle Knoten Zusatzdienstleistungen anbieten und dafür aber auch von der Blockchain belohnt werden. Das heißt, ein Teil der Block-Rewards, die in dem Fall Proof-of-Work-Miners erwirtschaften, bekommen diese Masternodes dafür, dass sie zur Verfügung stehen, diese Zusatzdienstleistungen anzubieten. Im Fall von Dash ist das zum Beispiel Coin-Mixing und Fast Transactions. Fast makaber, wenn man sich das da betrachtet, dass bei Dash das jetzt quasi ein hoch angepriesenes Zusatzfeature ist, Fast Transactions zu haben, und bei uns gibt es das einfach sowieso war gratis Blockchain. Ne? Rucki-zucki und sofort Final, da ist es angepriesen als, wenn da ist die Transaktion nach einer Konfirmation schon fix und ich muss nicht sexy warten. Bei uns ist das sowieso Standard bei gratis Blockchain. So, und dann Validatoren. Das ist jetzt so ein bisschen das neue Trendwort. Wenn man von Ethereum hört, dann hört, die steigen jetzt auch um von Proof of Work in Zukunft auf Proof of Stake, dann verwenden die aber auch immer das Wort Validatoren. Ja. Ist ein neues Wort einfach für einen Knoten, der an der Blockproduktion beteiligt ist und der quasi an der Netzwerksicherheit etwas beiträgt. Ja. Das kann man jetzt in unterschiedlichen Ausprägungen aufsetzen. Das wird auch in Private Chains, also Firmen, Corporate Chains, wird das auch oft eingesetzt. Dort ist es aber dann so, dass ich diese Validatoren fix vorbestimme. Dann sage ich, keine Ahnung, es ist ein Konsortium von 10 Firmen und jeder hat einen Knoten und das ist ganz klar, wer das ist. Und die 10 Knoten gemeinsam, die sichern diese Blockchain ab. Ja? Wenn man aber von einer schönen dezentralen Blockchain sprechen will, dann muss das permissionless sein. Das heißt, jeder muss einen Knoten betreiben können. Total anonym. Und das, so ist zum Beispiel dann auch die Artis Blockchain aufgesetzt nach dem Moon Upgrade. Ja. Dieses anonyme Betreiben von Blockchain-Knoten, das ist auch ganz wichtig aus teilweise legaler Sicht. Ja, ja, und ist das dann legal? Für das Finanzamt, meine ich. Das Finanzamt macht es keinen Unterschied. Es geht eher um das, wenn, wir sind ja noch nicht so weit, aber theoretisch ist es denkbar, dass man sagt, wenn auf einer Blockchain ist ein offenes System, auf dem irgendwelche Applikationen drauf laufen können, auf die du keinen Einfluss hast. Weil jeder kann irgendwas coden und das auf deiner Blockchain laufen lassen, sofern die Transaktionsfees bezahlt werden. Und das Regelwerk dieser Blockchain erfüllt ist, kann niemand was dagegen unternehmen. Aber ich habe einen Gewinn, der aber steuerbar ist. Von dem rede ich jetzt nicht, sondern ich rede, der legale Aspekt ist der, wenn da jetzt irgendeine Transaktion auf dieser Blockchain passiert, wie irgendein Gesetz verletzt hat, ja, dann wäre es denkbar in Zukunft, dass wenn man auf einer Blockchain Blöcke produziert und quasi dann in seinem Block so eine Transaktion drinnen hätte, dass man dann unter Umständen dafür haftbar gemacht werden könnte. Ja?
Okay, das wenn ich, das heißt, der Geldschein mit der Nummer, den habe ich vorher besessen, den 500-Euro-Schein, mit dem ist eine kriminelle Tat bezahlt worden. Jetzt bin ich schuld, weil ich den vorher den Geldschein mit der Nummer besessen habe. Das ist jetzt natürlich eine spekulative Annahme, aber theoretisch gibt es irgendeine Terrorfinanzierung, die hätte nie stattfinden können, wenn nicht mein Bitcoin-Miner in einem Block, wo er gefunden hat, diese Transaktion mit hineingenommen hat. Das Problem hat so bei Bargeld immer. Du weißt nie, wo der Schein herkommt. Ja. Ja. Wie auch immer, das wird eben dadurch vermieden, dass das alles anonym ist und nur zusätzlich bei der Technologie, wie es Basis ist, ist es total unklar, wer überhaupt den Block gemacht hat, wo alle gemeinsam ihn gemacht haben, aber doch nicht alle. Das ist der interessante Aspekt, weil zwei Drittel plus einer haben gesagt, den Block machen wir und die anderen waren einfach zu spät dran. Und jetzt, das soll einmal ein Gesetzgeber sagen, dass mein Knoten da jetzt dabei war. Vielleicht war ich da zu spät dran, ja. Kann man schwer haftbar geführt werden. Ja. Gut, und dann gibt es eben noch die verschiedensten Mischverhältnisse. Eben, so wie es bei Artis sein wird, sind eben Validatoren, die Blöcke produzieren, mit einem DPoS-System kombiniert, wo man sagt, um einen Knoten betreiben zu können, muss ich beim Validator schon ein gewisses Kollateral hinterlegt haben. Also hat der Bernie angesprochen, 750.000 ATS wären das. Ja. Du wolltest eigentlich nicht technisch werden, hast du gesagt. Für mich ist es okay. Okay. Dass wir den Abend nicht so falsch schreiten lassen. Ja, stimmt. Es ist auch schon spät. Ja. Gut. Und dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Mischformen dazu noch. Ja. So, warum habe ich jetzt das Mining nicht erwähnt? Weil eben das Mining meiner Investmentsphilosophie nicht entspricht, weil es einen konstanten Ressourcenverzehr hat. Bei meiner Investmentphilosophie habe ich gesagt, da haben wir diese Ölquelle, die nicht versiegt. Ja. Wobei, bei der Ölquelle dafür gar nicht reden, die unerschöpfliche Goldmine. Ja. Die Sonne, die nie aufhört zum Leuchten. Ja. Okay, und das ist beim Proof of Work aber nicht so, nicht? Weil ich muss konstant Ressourcen zur Verfügung stellen. Strom kostet Geld und dann brauche ich immer State-of-the-Art-Hardware, die diese komplexen Proof-of-Work-Berechnungen macht. Und schon nach wenigen Monaten wird man draufkommen, dass die anfängt nicht mehr ganz so rentabel zu sein. Und wenn es noch ein bisschen länger wartet, dann wird sie sogar Minus machen. Das heißt, sie verbraucht mehr Energie, als sie an Rewards produziert. Das heißt, man muss ständig die Hardware erneuern. Mit meiner Investmentphilosophie nicht vereinbar. Deshalb gehe ich auf Mining in dem Bereich da nicht ein. Gut, jetzt vergleichen wir mal dieses One-Hit-Wonder mit der Passive-Income-Strategie. Ja? Beim One-Hit-Wonder, sobald ich Kursgewinne realisiere und Coins verkaufe, dann wird mein Grundstock immer weniger. Das heißt, es ist endlich. Ja? Wenn die Kurse fallen würden und die verkauft, dann habe ich einen Verlust realisiert. Ja? Und ein Vorteil im Vergleich zu meiner Strategie ist, beim One-Hit-Wonder, ich muss keinen Server laufen haben, keinen Knoten. Ja? Das ist ein Vorteil, sonst sehe ich da nur Nachteile. Bei dieser Passive-Income-Strategie ist es so, dass ich meine Grundcoin-Menge versuche zu erhalten, nicht verkaufe. Dadurch habe ich quasi, unter Anführungszeichen unendlich, weil wir wissen ja, nichts ist unendlich, aber ohne absehbares Ende diesen Income-Stream, je nach der Mechanik, was die jeweilige Blockchain hat. Ja? Was da interessant ist, vom Mindset her, auch wenn ich bei fallenden Kursen verkaufe, ja, das heißt, ich habe meine Coins vorher teurer gekauft und ich verkaufe meine Rewards, die ich da kassiere und die Coins sind aber jetzt weniger wert, als wie damals, wie ich es gekauft habe, ist das eigentlich kein Verlust, sondern nur weniger Gewinn. Weil einen Verlust habe ich dann, wenn ich meine Grundcoins wieder verkaufe zum Preis, der niedriger ist, als wie ich es eingekauft habe. Dann ist das ein Verlust. Ja. Aber wenn ich Coins, die ich erwirtschaftet habe, wenn ich die verkaufe, dann ist das ja immer ein Gewinn. Nicht? Und jetzt ist nur dann die Frage, ob der Gewinn größer oder kleiner ist. Also ich bin relativ, ich hab weniger Scheu da, konstant was zu entnehmen. Konstant meine Rewards. Ja. Eine Frage habe ich, wie schaut das aus, zum Beispiel, wenn man jetzt Staking oder Baking oder irgendwas hernimmt, da habe ich zum Beispiel Hausnummer 6% Rendite pro Jahr. Ne? Ja. Wie schaut das aus, wenn ich das jetzt vergleiche,
wenn jetzt mehr dazukommen, die das machen, die dort einsteigen quasi in dieses Geschäft, kann man sagen. Das hängt eben sehr von der Blockchain-Technologie ab und den Konsensmechanismen, die da sind. Aber üblicherweise kann man davon ausgehen, dass wenn mehr Knoten versuchen, einen Block zu finden, dann finden die einzelnen Knoten weniger oft einen Block. Also das sinkt quasi die Qualität. Deswegen, wenn man gleich stabil bleiben will, muss man eher was suchen, was schon sehr ausgelastet ist. Ne? Nein, das würde ich nicht so sagen, sondern ich würde eher sagen, je früher das ich übereinsteige, desto höher habe ich die Chance, dass ich dann dabei bin, wo es noch überproportional crazy wie was geht. Ne? Ich sage, ich will jetzt Stabilität haben, wie zum Beispiel jemand, der sich Dividendenaktien kauft. Ich sage, ich weiß, ich habe jedes Jahr meine 4% und ich will es mehr oder weniger über die nächsten 20 Jahre stabil halten. Dann muss eh ein ausgelastetes System einsteigen. Ja? Nein, wenn ich ein System habe und man schätzt es ab und die Systeme sind so ausgelegt, jemand, der quasi die Coin-Ökonomie von so einer Blockchain designt, der wird ja im Auge haben, dass irgendwo so immer um die 3% rauskommen sollte. Nicht? Weil man weiß, das kriege ich im Immobilienbereich vielleicht auch. Nicht? Und das ist irgendwie so die Grenze, wo ein Investor sagt, das ist schon von mir auch mindestens übrig bleiben. Ja? Das heißt, da sind die ganzen Kurven und die Mechaniken so ausgelegt, dass wenn es quasi sehr hoch gesättigt ist mit Knoten, dass man meistens in den Bereich reinkommt. Wenn man jetzt frühzeitig einsteigt, dann ist man weitaus höher. Wie hat der Bernie gesagt, ich glaube bei 15%, wenn es am Anfang Anfangsbasis steigst du ein. Das war viel höher noch. Nur das fällt auch rapide. Ne? Aber natürlich, wenn dieses System gut ankommt, habe ich dadurch aber den Vorteil, sinkt zwar die Rendite, aber wenn das System gut ankommt, habe ich Kursgewinne. Ne? Genau. Und was man noch nicht vergessen darf, das habe ich da nicht einmal erwähnt, aber dass du mich daran erinnerst, wenn das System gut ankommt und wenn die Leute viele Knoten betreiben, dann brauchen sie eins. Und zwar Coins. Das bedeutet, der Kaufdruck für diese Coin am Markt steigt umso mehr, je mehr Leute so einen Knoten betreiben wollen. Und damit habe ich dann meinetwegen eine kleinere Rendite von diesen Block Rewards, ja? aber dafür einen wesentlich höheren Kaufdruck und einen vermutlichen Wertanstieg. Ich kriege für die 3%, wenn ich es verkaufe, gleich viel wie vorher für die 10%, was ich mir. Genau, es ist ja so, wenn wir von Prozenten sprechen, dann kann man ja keinen Wert garantieren, sondern man kann nur sagen, da geht es darum, wie viel werden meine Coins mehr im Jahr. Zum Beispiel, ne? 3% mehr Coins im Jahr. Ja? Aber niemand sagt, dass nicht der Wert der Coin in dem Jahr sich vervierfacht haben kann. Ja? Und zusätzlich sind meine Coins, die ich habe, um 3% mehr geworden auch noch. Gut, weil ich jetzt da zwar ohne Scheu meine Rewards verkaufen kann und einfach nur die Grundcoin-Menge behalte, habe ich eben weniger Scheu zu verkaufen, auch wenn die Kurse niedrig sind, aber trotzdem ein höheres Incentive, meinen Grundstock nicht anzugreifen. Damit quasi meine Maschine, meine Gelddruckmaschine unter Anführungszeichen, reibungslos weiterläuft. Ja? Das heißt, man trickst sich selber auch. Was diesen One-Hit-Wonder-Investoren oft passiert ist, dass sie zu früh verkaufen. Das macht nämlich den Unterschied. Oder Panikverkäufe machen. Das tun wir sowieso nicht. Also, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in den Jahren, ist es, bevor ich mit Verlust verkaufe, bleibe ich drauf sitzen, bis Schimmel wächst. Ja? Weil man glaubt gar nicht, wie oft etwas wieder aufersteht wie der Phönix aus der Asche und dann weißt du, dass du es nicht verkauft hast. Also nie mit Verlust verkaufen, deshalb sollte man bei solchen Sachen sowieso immer nur Geld investieren, das man von Haus aus abgeschrieben hat. Weil damit habe ich nie einen Zwang zu verkaufen. Man soll nur mit Geld im Krypto spielen, unter Anführungszeichen, wo man sagt, das brauche ich nicht unbedingt. Wenn ich es brauche, dann habe ich schon einen Fehler gemacht. Weil dann muss ich unter Umständen zu irgendeinem Zeitpunkt verkaufen, wo es nicht clever ist zu verkaufen. Man zwingt sich selber in so eine missliche Lage, wenn man Geld hernimmt, das man dann für irgendwas anderes schon eingeplant hat. Wenn man aber Geld hernimmt, das ich nicht mehr brauche, weil ich gesagt, das streiche, das gibt es für mich nicht. Das habe ich in keiner Planung drinnen, dann kann ich so lange drauf sitzen bleiben. Und wir wissen ja, diese 4-Jahres-Intervalle und drum und dran, bis passt. Und noch ein kleiner Tipp aus eigenen Erfahrungen: immer eigene Wallet haben, weil ich war einmal einer der größten Pennies-Besitzer auf der ganzen Welt.
Und da sind sie nirgends mehr gehandelt worden. Ich habe alles auf Börsen gehabt und ich habe keinen einzigen Penny mehr. Und ja, jetzt gibt es das nicht mehr. Fertig. Ja, wenn es in deinem Wallet wäre, dann gab es das trotzdem nicht mehr. Ja, aber ich kann das Netzwerk aber weiterführen. Ja, das kann ich. Ja, aber das ist ja heute schon erwähnt worden von Matthias, dass das nicht gescheit ist, Coins of Exchange. So, ja. Weil die verlieren öfters einmal was. Dann gehen sie eh pleite, aber deshalb hast du trotzdem nichts. Ja? Ja. Gut. Und falls dann wirklich die Kurse so weit steigen, dass ich sage, ah nein, ich muss da nicht bis in alle Ewigkeit verdienen, sondern jetzt verkaufe ich auch meinen Grundstock, dann hat man deutlich länger gewartet, wie meistens einer, der auf One-Hit-Wonder spekuliert, weil der hat gesagt, jetzt habe ich einen Bitcoin um 1000 Dollar gekauft, jetzt ist er auf 10.000, jetzt hat sich verzehnfacht, ich verkaufe. Ja? Und wenn ich jetzt aber einen Coin hätte, der eben so ein Grundeinkommen noch abwirft, unter Anführungszeichen, dann verkaufe ich nicht so leichtfertig. Und wenn sich der aber dann verdreißigfacht hat, was jetzt crazy klingt, aber bei Blockchains durchaus haufenweise aufgetreten ist, und wenn man dann verkauft, dann raschelt es halt mehr in der Börse. Ja? Eine Frage habe ich, wie sind die Renditen daraus in Österreich jetzt steuerlich zu betrachten? Gut, wenn man die Grundcoinmenge verkauft, dann kannst du immer sagen, da gilt das Gleiche mit den 12 Monaten Behaltefrist. Ja. Wenn man von dem Proof of Stake Rewards spricht, dann ist das sehr unspezifiziert, sagen wir mal so. Ja, es gibt eine Anfrage beim Finanzministerium, der ist nicht beantwortet worden. Sehr unspezifiziert aktuell. Ja, es gibt mehr in dazu auch keine Jurisdiktion finanztechnischer Seite. In meinem Fall würde ich so auslegen, dann nie genau geprüft wird, welche Coin ist die ich verkauft habe, sondern man kann beliebig zuordnen, welche Coin ist das, die ich jetzt verkaufe, dass ich mich an diese 12 Monate halte und dass ich, wenn ich nach 12 Monaten verkaufe, dann sage ich, das sind immer die Coins, die ich da schon zu Beginn gehabt habe. Wenn ich dann irgendwann einmal mehr Coins verkauft habe, wie die, was ich zu Beginn gehabt habe und ich verkaufe dann noch weiter, spätestens dann bin ich in der Bedulle, dass ich sage, wo sind die herkommen? Und muss ich sagen, ja, das war mein Stand. Ja, und dann könnte es schon sein, dass die dann irgendwie steuerpflichtig sind, aber es ist noch umgekehrt jetzt. Aber ich würde auf jeden Fall auf Basis von dem, wie es prinzipiell gehandelt wird von so Steuersoftware-Logiken, muss es machbar sein, dass du quasi alles, was du an zusätzlichen Coin-Rewards kriegst, solange du nicht die Grundcoin-Menge unterschreitest und solange du diese 12 Monate nicht unterschreitest, dass du das quasi steuerfrei verkaufen kannst. Genau, weil dann sage ich dem, was ich verkauft habe, sind die. Ja? Und wenn ich einmal mehr verkauft habe, wie du was ich gekauft habe, dann stellt sich die Frage. Aber es war mir bei vorher ganz am Anfang so gehört, dass es ein nicht abwertbares Wirtschaftsgut ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma hergeht, ein Betrieb oder ein Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft, das ist egal, und sagt, ich kaufe mir jetzt, weil ich habe in der Firma Geld übrig, ich kaufe mir jetzt so einen Knoten um 100.000 Euro. Ne? Dann, du bist jetzt ja schon gewerblich, ja? Wenn du in der Firma Geld ja, übrig hast. Privat musst. Ja, da wenn ich eine Firma das kauft, also sagt, nein, die Firma sagt, okay, wir wollen es nicht. Wenn eine Firma sich Coins kauft, ist es ob den zeitungsgewerblich. Ja? Das heißt, weil eine Firma kann per Definition keine privaten Investmentsanlagen haben. Aber ich kann das ja nicht abschauen, wir bleiben immer Trainer. Ne? Das ist praktisch ein Stammkapital, das eine Firma hat. Ne? Ich würde das immer privat machen. Selbst wenn ich Einzelunternehmer bin und drum und dran. Und sage ich, das ist mein Privatvermögen, mit dem habe ich die Coins gekauft. In der Firma, sagen wir, hat sehr viel Gewinn gemacht in dem Jahr und sagt, ich will. Ja, dann habe ich eine private gemacht und diese private Entnahme. Da zahlt aber mal gleich 50% Sozialversicherung und Einkommensteuer. Das sind einmal weg. Wenn wir das zusammenrechnen. Ne? Die 28,8% Sozialversicherung und Einkommensteuer. Also zumindest ja. Einmal die Hälfte. Wobei, eben, weil die Zeit schon fortgeschritten ist und ich ein Steuerexperte bin, möchte ich euch da auf einen Abend vertröstet man die Nathalie wieder da. Das kann uns da allen weiterhelfen. Gut, der Nachteil hier ist, man muss Knotenpunkte betreiben oder aber zumindest, wenn man Depot-Staking macht, dann muss man sich zumindest mit einer Web-App beschäftigen, um dann quasi seine Coins zuzuordnen. Ja? Also man muss einen gewissen Aufwand betreiben, beim Depot überschaubar bis fast gar keiner.
Und wenn man wirklich Knoten betreibt, dann halt ein bisschen aufwendiger. Gut, jetzt ein bisschen quasi das Best-of oder was ich quasi als gute Investment-Tipps empfinde. Das ist jetzt sehr subjektiv und überhaupt keine Investment-Empfehlung. Da würde ich ganz oben listen. Nein, eigentlich fangen wir mit ganz unten an. Ganz unten steht, auch wenn wenn die Bitcoin jetzt überhaupt nicht meiner Investmentphilosophie entsprechen, ja, dann sollte trotzdem in jedem Portfolio Bitcoin den größten Wertanteil haben. Ja? Weil Bitcoin sich nun einmal etabliert als quasi die Goldreserve vom ganzen Kryptomarkt. Ja? Das heißt, alle Exchange Trading Pairs gibt es mit Bitcoin und es ist einfach das Master Ding, es ist die erste Blockchain, die es gibt, und man wird in den Ruf und den Fame, die eigentliche ursprüngliche Blockchain zu sein, nicht abnehmen können. Das heißt, mein Merksatz ist, es gibt wesentlich mehr Dollar- und Euro-Millionäre auf der Welt, als wie es einzelne Bitcoins gibt. Ja? Das heißt, wenn man irgendwie kann, sollte man mal schauen, dass man einen Bitcoin hat. Wenn diese Dollar- und Euro-Millionäre auf die Idee kommen, sie hätten auch gerne einen, du hast schon einen. Das heißt, du bist schon weit vorn dabei. Als Early Adopter. Ja? Gut, wenn ich jetzt quasi diese Lektion mir gesichert habe, das heißt, ich habe meinen Bitcoin auf Zeiten und ich kann noch mehr investieren, dann sind das meine Empfehlungen. Ethereum entspricht jetzt auch noch nicht meiner Investmentsphilosophie, aber es wird umsteigen auf Proof of Work, von Proof of Work auf Proof of Stake. Und das ist schon geplant, Anfang 2020 den Erstumstieg zu haben, wo man irgendwie in der Lage ist, dass man sich 32 Ether zulegen kann. Das wird vermutlich die Minimumrate sein, um dort staken zu können. Ja? Und auch wenn diese Lösung noch nicht völlig ausgecodet ist und quasi dieses Ethereum 2.0 mit Sharding und drum und dran wahrscheinlich noch 2 Jahre dauert, bis es voll funktionsfähig ist, was übrigens auch die Grundlage ist, warum Artis jetzt ein riesiges Potenzial hat, weil Ethereum das einfach die Skalierung nicht zeitnah lösen kann. Aber für jemanden, der eben eine POS-Investmentstrategie hat, ist es jetzt schon interessant, weil sobald diese POS-Chain, also die Beacon-Chain, der Start von Ethereum 2 launcht, wird man dann trotzdem schon Block Rewards generieren können, auch wenn es jetzt noch nicht full performant ist. Dann eine nächste interessante Coin, die man ins Auge fassen könnte, ist NamXam. Die Coin ist einer der größten Loser im Blockchain-Winter. Die hat enorm verloren, die war Top 4 und ist jetzt Top 30, also enorm an Wert verloren. Wird aber Anfang 2020 Technologie-Upgrade haben, wo eine neue Chain gelauncht wird, die 50 bis 100 Mal performanter ist. Und wenn man sich jetzt da Coins kaufen würde, alte von der alten Chain, wenn die neue Chain gelauncht wird, dann wird die Balance geklont. Das heißt, jede Coin, die man jetzt kauft, ist dann eine Coin auf der neuen Chain auch. Also das ist, wenn man sich nicht so beschäftigt, ist das quasi ein guter Hinweis, dass man sich das kurz mal anschauen sollte. Ja. Ist interessant, der Punkt, den darf keiner sehen, dass ich den erwähne, und das ist noch nicht public, dass es dann auch Block Rewards geben wird. Bis jetzt ist das nämlich eine Blockchain gewesen, die mit Harvesting gesichert wurde, und das heißt, man hat Proof of Stake mäßig die Blockchain gesichert, aber es gab keine Block Rewards, sondern man hat nur die Transaction Fees, die in dem Block drinnen war, hat man sich als Knotenbetreiber behalten können. In Zukunft wird es noch ein extra Zuckerlgeld. Also auch Block Rewards. Dann als nächster auf der Hitliste, was sehr interessant ist, steht schon Artis da, aber da ist eh schon sehr viel erwähnt worden. Meiner Meinung nach, nur gehen wir dann, wenn ich fertig bin, nachher beim Bier oder so drüber reden, warum das sehr innovativ ist und was ein Honeybadger kann und so weiter. Also das sind wirklich, da sind wir ganz vorne dabei. Und gerade für uns, mit ein bisschen Nationalstolz, muss man schon sagen, dass wir quasi in Österreich so eine Blockchain-Lösung zusammenbringen, ein Büro da in Graz haben und quasi den Krypto-Schilling erschaffen, das ist halt auch schon eine Überlegung wert, ob man da nicht mit dabei sein sollte. Nur um seinen Enkeln zu erzählen, ich war da auch dabei. Wir sind Österreicher. So, ich glaube, es ist schon wirklich sehr, sehr die Zeit fortgeschritten, und
wenn es einen interessiert, soll er sich jetzt ein Foto davon schießen. Und dann könnt ihr euch die anderen Coins auch noch anschauen und warum ich die interessant empfinde. Ich bladel dann später nochmal zurück. Warum hast du Komodo nicht dabei? Ich habe da nur Coins angeführt, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, sie zu analysieren und wo ich mich persönlich dafür entschlossen habe, zu investieren. Das heißt, alle diese Coins besitze ich und zwar teilweise nicht so knapp. So, und welche Rolle kann ich und meine Firma Blocksurf jetzt dabei spielen? Es ist so, dass ich diese Coins schon analysiert habe und wenn irgendjemand jetzt da fachsimpeln möchte, warum und wieso D-Coin oder jene Coin interessant ist, da bin ich gerne bereit, dass wir über das reden. Die endgültige Entscheidung muss natürlich trotzdem immer jeder selber treffen. Ich habe aber auch jahrelange Erfahrung dabei, so eine Knoten zu betreiben. Ja? Und es gibt viele dieser Coins, da kann man Knoten sicher und Anführungszeichen betreiben, auch mit einem Knotenoperator, der du nicht selbst bist. Ja? Das heißt, da kann ein Knoten so betrieben werden, dass der den Knoten betreibt, nicht den Key haben muss, wo die Coins drauf liegen. Das heißt, da kann man teilweise outsourcen. Und weil ich immer IT-Dienstleistungsunternehmen habe, ist das eine Dienstleistung, die ich zur Verfügung stelle, einen Knotenbetrieb, aber eben nicht in der Form, dass ich die Coins oder die Keys verwalte. Das heißt, ich muss dann auch nicht reporten bezüglich gebührlicher Regelungen. Gut, und wenn du irgendjemand Interesse hat an einer Beratung oder sonst ein bisschen fachsimpeln willst, ist da noch meine E-Mail-Adresse oder er kann sich von mir eine Visitenkarte geben lassen. Ja. Und weil wir ja die Capstar haben und wer weiß, wen sonst noch, wenn es auch Firmen gibt, die irgendeine Blockchain-Projekte umsetzen möchte oder evaluieren, geht das nicht, was macht Sinn, dann stelle ich auch da quasi Consulting zur Verfügung und Expertise. Gut, und dann habe ich versprochen, dass Sie das auch noch fotografieren. Das war es von meiner Seite.